Sagt man Moin! Moin, Moin, mein Lieber! Moin! Moin! Moin, Mike! Moin! Moin! Ja, was machen wir heute? Endlich ist es wieder soweit. Eine Zermischen. Moin, Meister! Der kleine Bruder hier. Ja, was machen wir heute? Heute machen wir die ganzen BGS-Sub- und No-Sub-Sachen. Die werden wir einmal hier aufzeigen auf dem Stream. Man kann nebenbei natürlich die ganze Zeit Fragen stellen. Darauf werden wir auch einigermaßen eingehen und versuchen, ein paar Fragen zu beantworten, wenn es um Karten, Grading, um alles Mögliche geht, wie man Steuern macht, wie man in Amerika Sachen bestellt. Das klären wir alles heute in diesem Stream. Ich fange jetzt an. Ich sag jetzt nur den Vornamen und ich hoffe, dass jeder sich zumindest an seinen Karten wieder erinnert. Wie machen das? Davon gibst du nur rein? Ah, okay. Also gleich mal Fenster aufmachen. Da haben wir heiß hier drin. Wieso schreibst du in Caps? So, wir fangen gleich mal an. Ich fange jetzt an. Einer sehr, sehr schönen Karte. Wir werden gleich ein bisschen schneller sein. Das ist der gute alte Philipp. Der Philipp sendet uns ein Lugia von Aquapolis ein. Der letzte Einsender, der Lugia in Aquapolis eingesendet hat, hat seine PSA 10er Karte zurückgekommen. Das ist jetzt Beckett Express, ja? Ich sag's nochmal, das ist Beckett Express, das machen wir nur einmalig, weil so viele nachgefragt haben. Wir haben ungefähr 20 Karten bekommen, ne? Ja? Ja, 18, 19. Ja, 18, 19 Stück, das sind jetzt die Beckett Express. Und da haben wir einmal Lugia dabei, Aquapolis, German und die geht Richtung Beckett. Und das ist der gute alte Philipp. So. BGS kostet 199,99, alles inklusive. Dann haben wir, was ist das für ein Name? Hui? Hi? Hi? Tu? Hi? Tu? Sendet uns eine Charizard VMAX von Shining Vista, wollte ich schon sagen. Shining Fates. Achso. Okay, machen wir so. Dann haben wir das Rayquaza Goldster aus Deoxys. Einer der teuersten und seltensten Karten. Ich finde es immer so schön bei Beckett, muss man sagen, dass die deutschen Karten endlich mal gegradet werden. Da gibt es ja aktuell nicht so viele Anbieter auf dem Markt, zumindest international. National wissen wir alle, was es so alles gibt. Aber hier so ein Rayquaza aus Deoxys, ey, alleine schon das Artwork ist hammermäßig geil. Ist wirklich eine sehr, sehr schöne Karte, muss man sagen. Dann haben wir den guten alten Frederik, den kennen wir auch schon seit 100 Jahren, einer der ersten Einsender. Da haben wir einmal das Lugia von Neo Genesis, First Edition und Glurak VMAX, das deutsche von Shining Fates. Dann haben wir den Robin. Was sehen wir da? Ich kriege gerade so viele E-Mails gerade rein. Auch aus Shining Fates oder aus den japanischen Shiny Vista ist das, ne? Und ja, wir haben jetzt mittlerweile alle Sprachen gehabt fast. Wir hatten Japanisch, Deutsch und jetzt hatten wir auch noch Englisch. Genau, Mods, ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr immer wegen Tracking fragen. Kannst du ja immer rein posten. Das funktioniert auch nicht 100%. Genau, dann haben, sag mal, haben wir den Michael. Der sendet uns drei Karten ein. Einmal auch das schimmernde Stalos aus Neo Destiny. Schimmerndes Glurak aus Neo Destiny. Und Schimmer des Reitsche aus Neo Destiny. Also wenn irgendjemand ein Reihenfolge macht. Auch der John. Den John, den kenne ich. Den John kommt auch aus Hamburg. Der war sogar hier, hat es persönlich abgegeben. Also ihr könnt auch Karten bei uns persönlich abgeben. Und Miklava 93, nein, das ist das wird noch geändert bis Samstag. Dann haben wir Tutok, Simsala First Edition, Glurak First Edition, Glurak First Edition, Glurak First Edition, Glurak First Edition, Tutok First Edition, Bisaflor und nochmal Glurak First Edition. Und das alles soll zu BGS. Das wird heftig bei ihm. Dann haben wir den guten alten Fabian, der sendet ein Charizard EX aus Evolutions ein. SC Pool, ja, schreib uns das Instagram, wenn du Interessante hast. Also die ganzen Charizards First Edition gerade, die ihr gesehen habt. Holla, die Waldfee. Wenn da echt eine 9-5er, vielleicht eine Pristine zurückkommt. Der hat ausgesorgt. Haben wir den Lukas. Der Lukas sendet uns einen Glurak VMAX aus Shining Fates ein. Dann haben wir Pascal. Also ihr merkt schon,
Es kommen hauptsächlich die Shining Fates Spawns an, weil die eine Lebenszeit von ungefähr 1, 2 bis zu 3 Monaten haben. Danach sinkt der Preis. Und ich glaube, die meisten Einsender wollen damit, gehen wir davon aus, etwas Kohle machen. Und dann haben wir den guten alten Lasse. Das ist Lasse sendet ein Glurak VMAX ein. Ja. Aber nicht der echte Lasse, soll ich nur mal sagen. Ja. Glurak Base-Set einchecken, kein First Edition und vielleicht PSA 5. Glurak würde ich immer einchecken. Immer. Also Glurak ist ein Selbstläufer. Oho. Das war's schon, ne? Das war's jetzt schon mit dem BGS Express. Das waren um die 20 Karten. Hatten wir einmal angeboten. Wir haben noch ein paar hier, die aber noch nicht verarbeitet wurden. So, jetzt kommt BGS Sub, ne? BGS Subgrades. Die gehen wir jetzt mal durch. Das sind einige mehr. Wie lange dauert Express bei BGS? Wir hoffen so 4 bis 8 Wochen. Je nachdem. So, jetzt haben wir den Jonas. Er sendet uns eine Karte ein, eine Nachtara GX. Und was hat sie für eine coole Attacke? Nachtgeheul. Eine gute alte Dusthead. Da sehen wir eine wunderschöne Karte, muss ich sagen. Eine Glura GX Karte. Dragon Frontiers. Das ist so schön, die Karte. Ich liebe sie über alles mittlerweile. Dann haben wir natürlich Glurak V und Glurak V Max. Pikachu VMAX, Vivid Voltage natürlich, dunkles Raichu aus Team Rocket, auch ziemlich cool. Giflor, auch mein Lieblingsartwork aus dem Dschungel mit Relaxo zusammen. Dito haben wir auch noch hier. Nachtara aus Neo Discovery oder auf Deutsch Neo Entdeckung. Und Hundemoon. Und nochmal ein Rayquaza Goldstar. Holla die Wildfee aus Deoxys. Also heftige Karten, ne? Das meine ich eben. Die deutschen Karten haben noch so ein großes Potenzial auf den internationalen Markt. Aber als nächstes ist erstmal der Patrick dran. Der Patrick hat ein Glurak aus den Tops. Holla die Waldfiedersen, genau. Ein Schillock und ein Turtok. Voll, wollte ich schon sagen. Holla die Waldfee. Eigentlich müsste ich mal ein T-Shirt machen mit Holla die Waldfee, wie oft ich das eigentlich sage hier. Kommt Videospiel auf YouTube? Ja, Merte TV kommt das. Jetzt kommen schon die ersten Fragen, ob ich GSG und sowas empfehlen würde. Dennis sendet uns 2 Karten ein. Da haben wir einmal das Dragoran GX Blackstar Promo und Dragoran GX aus Dragon Majesty. Ist aber nicht, wie der auf Deutsch heißt. Dragon Majesty heißt. Ah, hier Drache Meister, irgendwas? Ja, majestätische Drachen. Kann seinen Namen nicht lesen. Damogoi? Damogoi? Ja. Damogoi sendet uns 10 Karten ein. So, Glurak GX haben wir hier. Dann haben wir die tolle Cynthia. Dann haben wir Charizard V. Dann haben wir Mega Garados EX. Kapu Kime GX haben wir. Glurak VMAX darf man natürlich nicht vergessen. Glurak VMAX aus Darkness Ablaze. Arceus haben wir hier. Infernopod VMAX. Und jetzt haben wir Logok. Oh. Haben wir den Tino. Der Tino sendet ein Charizard VMAX ein. Aus Champions Pass. Ruhrpod 95. Das kann manchmal sein. Man muss immer evaluieren. Ist es vielleicht was Besonderes, die Karte zu graden? Wir natürlich nicht bewerten. Also, genau. Dann haben wir noch ein Pikachu VMAX von den guten alten Tore aus Vivid Voltage, das dicke Pikachu. Ne? Achso. So. Also auch hier nochmal gesagt an den Chat, man muss nicht mit Pokémon unendlich viel Geld machen. Ich weiß, alle wollen Geld mit Pokémon machen. Finde ich schade natürlich. Aber es gibt auch, wir haben auch Karten eingesendet von dem 25-jährigen Jubiläum. Pikachu haben wir auch ein paar zu Beckett geschickt. Auch wenn die nicht top-notch sind, aber da, vielleicht kriegen wir eine 9 oder sowas.
So, jetzt kommt ein bisschen Werbung hier. Leon ist das von Mystery Cards. Er sendet 54 Karten ein. Er sendet 54 Karten ein. Haben wir ein Schimmer des Mew, Schimmer des Ho-Oh, Schimmer des Hirashi, Schimmer des Mew wieder, Schimmer des Arceus, Arceus, Schimmer des Rayquaza, Genesect. Ich bitte das mal, sonst komme ich hier nicht weiter. So, wo war ich denn hier? Schimmer des Genesect. Dann haben wir hier Celebi, Vokanion, Lugia, 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 Lugia Blackstar Promo, Diana GX, Nachtara, Glurak GX. Also die, oh, Glurak GX von Burning Shadows. Auch eine, also sehr schöne Holo-Foil hat diese Karte, muss man sagen. Reshiram und Glurak auch. Dann haben wir Flapivian, Rayquaza, Amazing Rare. Die ersten Amazing Rares. Kannst du mal gucken, ob man das hier zu machen kann, weil es sonst zu hell ist. Glurak VMAX von Champions Pass. Ja, dann haben wir noch hier ganz viele V- und VMAX-Karten. Ditto, das glaube ich, koreanisch war das. Dann haben wir den Hokusan VMAX. Sehr schönes Artwork, wie ich finde. Zweimal Rayquaza haben wir hier. Blackstar Promo, Rayquaza GX. Mewtwo in Rüstung, hammerkomischer Name, wie ich finde. Pikachu haben wir hier noch ein paar Mal. Aitara, Latias und Latios GX. Und das war's noch nicht ganz von Mystery Cards. Er kennt die nicht. Es gehen auch Toploader. Tatsächlich und Toploader. Irgendwie scheint das bei uns richtig rein gerade. Es ist immer ein bisschen doof mit dem Licht gerade. Aber ich glaube, ihr könnt alle Karten einigermaßen sehen. Dann haben wir Glurak VMAX. Glurak aus Skyridge haben wir die Revoll-Variante. Glurak aus. Das ist Detective Pikachu. Was ist? Mike steckt hier gerade auf dem Hocker. Oh mein Gott, Texel, Glurak haben wir hier. Dragon Majesty. Natürlich das Glurak. Oh, ein deutsches Glurak aus Evolutions Pre-Release. Zwei Stück. Heftig, habe ich auch noch nicht gesehen. Deutsch zumindest. Oh, die Reihenfolge dürfen wir niemals verändern. Deswegen muss man immer aufpassen. Danke für den Follow, Womogana. Die sind selten, ja, glaube ich auch, diese Pre-Release Charizard Evolution. Moin, Womogana. Was ich zeige, ist unsere Einsender für die BGS No Sub und Sub Submission. Also die gehen alle zu Beckett, die Karten, die wir jetzt gerade präsentieren. Dann haben wir den Peter. Peter hat zwei Karten. Einmal Reshiram und Charizard und Reshiram und Charizard Gold. Danke für den Follow, mein Lieber. Genau. Express war schon rum. Wir zeigen auch No-Sub. Es wird jetzt höchstwahrscheinlich ein paar Stunden dauern. Wir versuchen das natürlich etwas zu beschleunigen. Der PSA kommt höchstwahrscheinlich erst nächste Woche Mittwoch. Dann haben wir den Markus. Der sendet uns zwei Karten. Ein Chigi und das Glumanda aus Team Rocket. Ja, oh, jetzt kommt eine Lieblingskarte von mir. Das hat der Marcel sehr gut gemacht. Dann haben wir das Glurak. Und Glutexo und das Glumanda leider nicht aus dem gleichen Set. Aber auch Crystal Guardians, das Glurak hier. Auch sehr schön. Gefällt mir sehr, das Holo auch. Ist nicht so beliebt in der Community, ich feiere es eben. So, jetzt kommen wir zu ein paar Yu-Gi-Oh! Karten. Magus, Lagudus. Musst du entscheiden für dich. Also, wenn es um Geld geht, weiß ich nicht. Eine 10er ist immer, kann man immer einsetzen. Genau, jetzt haben wir eine Ghost Holo und immer das, glaube ich, aus dem Yu-Gi-Oh!-Universum. Da haben wir einmal schwarzer Rosendrache. Ich weiß gar nicht, ob das so rüberkommt hier, aber ich versuche das Beste. Dann haben wir das Labrador's Fossil Unlimited Gengar First Edition Non-Holo und Pikachu haben wir hier. Jetzt haben wir den Henry. Henry sendet uns Karten ein 6. Suicune! Wo bist du? Blackstar Promo. Dann haben wir Anti-Blackstar Promo. Dann aber noch das Raikou dazu. Dann haben wir das Mewtwo GX aus Stimmende Legenden.
Dunkles Glurak First Edition, leider non-holo, trotzdem top-notch mit seinem Nagelschnipp. Und Kanimani aus Neo Genesis First Edition. Ja, viele, was heißt geiern, aber die viele wollen natürlich auch nur die Karten einsetzen, wenn sie, muss mal kurz hier mit der Sonne, die Sonne dreht hier völlig ab. Normalerweise haben wir keine Sonne in Hamburg. Ganz Besonderes sitzt hier, eigentlich müsste man das aufnehmen. Das Sonne scheint hier in Hamburg. Und natürlich den Ultra Pro Gamer aus München, der gute alte Yasin. Achso, Ton war aus, RTTV. Ja, das denn. Aber der Ton geht, oder? Weil jetzt Merte geschrieben hat. Also ich sehe zumindest bei mir auch Ausschläge, also müsste das eigentlich funktionieren. Pikachu VMAX Giga Volt Attacke. Volt Tackle. Yasin, I love you. Ja, Zip. Was passiert mit den Karten? Die Karten werden zu Birket gesendet. Wir sind ja Mittelmann-Service dafür. Aber als nächstes, wer gerade hier von Evolutions gesprochen hat, jetzt haben wir ein Evolutions Glurak Refoil. Dann ein Glurak EX. Dann haben wir einen Glurak VMAX. Champions Pass. Noch ein Champions Pass. Und ein Glurak Holo aus Evolutions. Holy cow. Ja. Ja, Evolutions ist immer dabei. Ich finde Evolutions Deutsch nochmal eine andere Klasse als die englischen. Natürlich sind die sehr, sehr schwer zu graden, alle Evolutions Sachen. Alle Evolutions, die im Top-Notch-Zustand sind, lohnt sich immer zu graden, weil es gibt nicht viele davon. Wir sprechen hier auch von den Evolutions Holo Charizard aus den englischen Evolutions. Gibt es, glaube ich, 205 PSA 10er zu 6000 PSA 9er und 3000 PSA 8er. Also da kannst du dir mal die Ratio ausrechnen. Da fast jede 29. Holo, die du zu PSA sendest, wert eine 10 überhaupt. Wertetiefe. Achso. Okay. Steven sendet uns zwei Karten ein. Reshiram und... Ja, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißt. Ein Shigi mit einer schönen Dame. Greens Exploration? Ach, Exploration. Danke. Auch, das ist echt schönes Artwork, muss ich sagen. Dann haben wir Christian und Viking 23 TTV. Christian sendet uns. Der Ron. Der Ron, 7 Karten ein. Du warst lange nicht mehr hier, Ron. Hä? Ach, das streamt auch, okay. Impergator. Oder Feradigator auf Englisch mit Neo Genesis, Meganie. Das war noch meine Hochzeit bei den Gameboy-Spielen, als die rauskamen. Da habe ich so viel gezockt in den ganzen Zelten. Immer sind wir mal rausgegangen und meine Mutter meinte immer, Marvin, geh doch mal raus und treff Freunde. Ja, bin ich rausgegangen in mein Zelt rein und habe Pokémon gespielt mit meinen anderen 5000 Freunden. Dann haben wir Pichu Neo Genesis. Oh, Pikachu. Finde ich auch sehr schön. Donnerrödler. Darf man nie vergessen, die Attacke. Das ist echt was Tolles. Auch in Deutsch. Thumpex. Und Logok. Und Gewaldroix. Nice cards, my friend. Tingeltangel. Ist das eigentlich schlimm, wenn man jetzt total durcheinander die Karten graden lässt? Meinst du jetzt für uns? Nee, du kannst einfach alle Sets einchecken, die du einsetzen möchtest. Moin, Marcel, Annabelle. Jetzt haben wir den guten alten Philipp hier mit Charizard V aus Champions Pass. Martin V, das weiß ich gerade nicht. Wann gehen eigentlich die Karten von der letzten Submission Richtung PSA? Die sind schon raus, die sind schon längst weg, Gangshub. Moin, Penofell. Ja. Viking, ey. Mach mal weiter. Dennis sendet uns 11 Karten ein. Da haben wir das Asch. Stimme des Asorgas. Hirashi, Glutexo haben wir hier. Stimme des Rayquaza. Ah, das ist ja Hidden Fates hier. Stimme des Rayquaza. Dann haben wir Mewtwo GX. Stimme der Legenden. Rayquaza. Celebi, Charizard VMAX, Pikachu VMAX, Glurak aus Voltage, Schimmer des Mew, Schimmer der Legend und einer meiner Lieblings-Artworks. Ihr wisst, dass ich Abra um alles liebe, aus dem Team Rocket First Edition.
Dann haben wir den Felix BS. Hat er bei uns mitgemacht? Oder weißt du das? Felix, ich weiß nicht, ob der mitgemacht hat. Ich glaube schon. Er hat beim letzten Boxbreak mitgemacht und hat das tolle Lavados gezogen. Guckt euch das an. Die japanischen Holos sind auch immer eine andere Nummer, finde ich, als die europäischen oder amerikanischen. Guckt euch dieses Holo an. Blaine Charizard wollte ich schon wieder sagen. Lavados von Gym 2. Liebe das. Artwork. Also danke, Felix, dass du bei Boxbreak mitgemacht hast und auch das einsendest. 10 Karten kosten, wenn man 11 Karten musst du haben. Zu geil, das japanische Lavados. Ja, da hast du vollkommen rechte Rolle. So, dann haben wir Kim. Kim sendet ein Glurak wie ein schimmerndes Champions Pass. Jetzt komme ich ein bisschen durcheinander die ganze Zeit. Champions Pass. Dann haben wir Vivien mit einem Glurak V-Max. Auch aus Shining Fates. Auch sehr schön die Karte. Danke, Astel Dieter. Werd mal benachrichtigt, wenn. Ja, klar, Raffi 2310. Du wärst benachrichtigt, weil du musst ja noch den Rückversand bezahlen und natürlich entscheiden, was für einen Rückversand wir nehmen sollen. Ne? Also, wenn du zum Beispiel einen Charizard First Edition Shadowless PSA 10 hast, dann würde ich es nicht würde ich es abholen und nicht versenden, sagen wir es mal so. Mike Lover, Musik etwas lauter, kann ich gleich mal an. Steffen, hier Karten. Aerodactyl Fossil Unlimited Relaxo, meine Lieblingskarte aus dem Fossil mit Giflor und Flamara Unlimited Jungle. Und da haben wir das Glurak aus Vivid Voltage Pre-Release. Eine Stuff-Variante. Danke. Bisschen lauter soll ich es machen. So, es ist lauter. Genau, jetzt haben wir Matthias. Jetzt sind uns zwei Karten ein. Charizard V aus Champions Pass und Charizard V Blackstar Promo aus dem Champions Pass. Elzo, danke für den Follow. Ja, gern. Ist es eigentlich möglich, wenn die Karten noch nicht versendet sind, sie doch wieder zurückzubekommen? Ist es möglich? Kommt darauf an, in welcher Stage sie sind. Wenn die schon verpackt sind, ist es eigentlich nicht mehr möglich, nur mit sehr, sehr viel Aufwand zu betreiben, dass wir die da rausholen. So, dann haben wir den Florian Ebner. Der ist auch eine lebende Legende bei uns. Der Florian Ebner, der hat ja letztens aus dem japanischen Set einfach mal aus gefühlt 2000 Euro Investment 8000 rausgeholt. Da hat er einfach alles gezogen. Charizard V-Max hatte hier Flotboard Goldene. Und dann haben wir. Heißt das Kommandudant? Kommandudant. Naja, aus Vivid Voltage. Ja, Nick, ich glaube, Florian Ebner ist der größte. Den kennt hier jeder mittlerweile. Der Junge hat rasiert. Abholen, er schlecht, wohne in Niederösterreich, hab einen. Ja, Raffi, natürlich kann man das verschicken, aber ich meine, wenn du einen Charizard First Edition PSA 10 hast, dann würde ich selbst aus Niederösterreich hierher fahren. Und ich würde sogar zu dir fahren, weil ich das nicht natürlich nicht absichern kann. So, dann haben wir einen Florian mit 3 BGS-Karten. Dunkles Simsala, auch schönes Artwork, feiern aber nicht viele. Das ist mein Bruders oder Poco Gido 2 Lieblings-Artwork oder auch Karte. Dunkles Turtok. Und zu guter Letzt ein Charizard Glurak Unlimited aus dem Base-Set. Moin, einfach Tomo, unser Cutter-Star. Kannst gleich erstmal unser Bild hier cutten. Alexander. Bei ihm weiß ich nicht, ob sein Name nachhinein noch geändert wurde, weil er hat echt so einen Anime-Nachnamen. Und sein Zweitname ist auch sehr strange. Simsala First Edition sendet er ein. Ronny, I don't see. Collective Hooks. Telzo, moin, moin. So, Philipp haben wir hier mit 3 BGS-Karten. Welches Giffel will Paulianer? Alexander zählt da, aber wie, so ungefähr. Latios und Latios. Dann haben wir Kutok und ein Lugia. Moin, moiste. Dann haben wir noch ein Benjamin. Ah, danke für den. Sogar hier. Danke.
Ich streiche mal den Geodude. Ich streiche mal den Geodude. Vielen, vielen Dank einfach, Tommy, für die Subscription. Liebe dich. Benjamin sendet uns 6 Karten ein. Hundemon, Lugia, Neo Genesis, Pichu, Lasho King. Leider kein Zwirl. Oftmals hat Lasho King doch ein Zwirl hier irgendwo oben links. Auch aus Neo Genesis. Pikachu VMAX, Vivid Voltage und Hierarchy. Auch aus Vivid Voltage. Ja? Haben wir doch hier. So. Für YouTube. Ja, jetzt nicht. Ja. Also, das nächste Mal würden wir den Chat einblenden. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr möglich. Oder. Ja, zu spät. Oder wenn wir gleich mal eine Pause machen, dann können wir ja versuchen, das irgendwie einzubinden. Weißt du schon, wie viel die Karten wert sind? Welche Karten? Blastoise VM, ja, die BGS Express Karten wurden schon versendet. KW88, wie funktioniert das mit den Pre-Grades? Ganz einfach, du sendest die Karten zu uns, wir bewerten sie, du kriegst eine E-Mail, dann sagst, welche Karten du einsenden möchtest, dann sagen wir dir noch eine Empfehlung und dann kannst du die einsenden oder zurückbekommen. Ah, Trauerbauer, Subscription, vielen, vielen Dank, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Trauerbauer, cooler Name. So, Alexander haben wir hier mit einem dunkles Glurak, First Edition Team Rocket. Auch wieder mit seinem Nagelschnipp. Wird höchstwahrscheinlich so Richtung 7 sein. War schon ein Julian dran, zufällig. Ich glaube, es war schon Julian dran, bestimmt, ne? Bei so vielen Einsendern. Tingeltangel. Also Marcel haben wir erstmal hier mit 4 Karten. Ein Dragoran, Holo, First Edition Fossil, Ditto Fossil, Elaxo, mein Spirit Pokémon und ein Gengar Holo Fossil. Das kostet das bewerten lassen. Da kannst du mal auf unsere Webseite am besten gehen. Da sind alle, also da werden auch alle Fragen meistens beantwortet. So, dann haben wir den Patrick. Bot von Trilux, Aerodactyl Holo First Edition und Gengar Holo First Edition Fossil. Ziemlich, ziemlich geil. Coole Artworks, liebe ich. Kevin. Kevin sendet ein. Der Karte ein. Der Sharpflex, weiß ich nicht. Glurak VMAX. Aus Shining Fates. Isoniator, warte ab. Vielleicht kommt das irgendwann. Witzig. Andreas sendet eine Karte ein. Da haben wir das Glurak VMAX aus Champions Park. Dann haben wir Timo. Ja, tolle Karte. Ich find das Artwork nicht so cool, muss ich sagen. Finalos V. Naja. Aber eine persönliche Meinung natürlich. Dann haben wir Thomas. Das hat Kürz wahrscheinlich geschrieben. Weil man das nicht lesen kann, haben wir Glurak VMAX aus. Wenn deine Schürze unappetitlich aussieht. 2,90 € kostet das Pre-Grading. Du kannst ab eine Karte einsetzen. Pre-Grading. Dann haben wir Ronny mit 6 Karten. Haben wir wieder das Lugia, was sehr oft eingesendet wird. Finde ich ziemlich cool. Aus Neo Genesis. Lugia V, Glurak V, Champions Pass, Dunkles Glurak, Non-Holo, Pikachu. Mit Funkenregen, Glurak aus Vivid Voltage und Ancient Mew, die Kinofassung 2000 Promo. Da haben wir Michael aus Cosmic Eclipse. Hier auch nochmal eine kleine Anekdote. Cosmic Eclipse wurde bestätigt, dass es keinen Reprint gibt. Also dieses Artwork gibt es nur noch sehr selten auf dem Markt. Nein. Aber sehr cooles Artwork. Pikachu, Cosmic Eclipse, let's go. Wer war das denn? Hab vergessen. Egal. So, jetzt haben wir Carsten von irgendwas. Dann haben wir das Mew, was man auch aus dem Fossil Boxbreak, was wir am Samstag um 18 Uhr haben, auch ziehen. Aber eben in Japanischen ist es keine Blackstar-Promo. Auch sehr cool das Artwork. Auch sehr stark gestiegen. Allein die ganzen Blackstar-Promos sind sehr stark gestiegen. Parsi, wir werden auf YouTube dieses Video hier nochmal veröffentlichen.
Dann haben wir das Glurak von Sophie. Sophie sendet ein Glurak aus Vivid Voltage ein. Dann haben wir den Julian mit einer Karte. Lugia GX, auch sehr, sehr schön das Artwork. Feier ich. Ja, also es wird alles nochmal auf YouTube hier kommen, also keine Angst. Keine Angst. Ach, den Mike. Der Messprinzkammer, den Mike kennen wir auch schon seit 100 Jahren. Glurak aus Vivid Voltage. Kann ein Missprint die Bewertung sinken? Es kommt immer drauf an. Es gibt ja so eine sogenannte Qualifier. Für mich zählt Off-Centering auch als Missprint. Da kriegst du dann ein OC-Label. Stark, ich war dabei. Max sendet uns ein Glurak VMAX aus Champions Pass. Dann haben wir den Dominik. Der sendet uns zwei Karten ein. Einmal ein Glumanda und ein Pikachu V aus Vivid Voltage. Dann haben wir den Niklas. Da kommt das traurige und böse dunkle Schillock an. Team Rocket First Edition. Habe ich mir gestern in einer CGC 9,5 geholt. Ne? Gönnt. Ja, natürlich die Einsendermentalität hat sich geändert, weil die Preise natürlich sich verdoppelt haben bei allen Trading Services. Jetzt sehen wir, glaube ich, richtig High-End-Karten, die meisten. Genauso wie Niklas. Der hat zum Beispiel aus Emerald das Rayquaza aus der EX-Serie. Kyrokri haben wir auch. Hari Jama EX. Auch ein sehr lustiges Kampf-Pokémon aus Deoxys. Schmerbe. Auch aus Deoxys. Auch sehr wirklich cool das Artwork. In die EX-Serie so oder so ziemlich cool. SM12A. Pikachu haben wir hier Unlimited. Und Pikachu First Edition aus Neo Genesis mit Ruckzuckhieb. Danke, Knesoro, für den Follow. Dann haben wir Mike. Mike, schon wieder Mike. Was war das, eine normale Schmerbe? Ja, es war eine normale Schmerbe. Und jetzt haben wir das Kyrokri von Shining Fates. War kein Refreud oder so, ne? Normale Schmerbe. Vielleicht ist es sein Lieblings-Pokémon. Ich feiere das auf jeden Fall. Aber jetzt haben wir erstmal den Patrick. Der hat einen Yanma aus Neo, auf Deutsch Entdeckung. Neo Discovery hört sich viel cooler an. First Edition, Englisch, glaube ich, Pop 5 oder 6 auf der Welt, das noch weniger oder 3. Müsste ich mal nachgucken. Auf jeden Fall ist Neo Discovery Yanma einer der teuersten Karten im Englischen. Und Zeta King aus Neo Genesis haben wir hier. Merlin sendet uns eine Karte ein. Wieder der Flottball. Yes, auch sehr cool die Karte. Gold Karte. Dann haben wir den Tom, der sendet uns 7 Karten ein. Und ratet mal, was das für eine Karte ist. Natürlich ein dunkles Gengar. Dann haben wir noch ein Arcani aus Skyridge. Dann haben wir schimmerndes Mewtwo aus Neo Destiny. Schimmerndes Kaputos aus Neo Destiny. Schimmerndes Glurak aus Neo Destiny. Der Tom. Der Lugia Neo Genesis. Und ein Glurak aus Stormfront. Fällt mir auch in meiner Sammlung. Läuft bei Tom, ja, Tom. Bist du das eigentlich einfach, Tom? Ja. Kannst du die Geschichte, soll ich die Geschichte dazu mal sagen? Unser lieber Kuta. Er meinte, ich weiß nicht, ob das natürlich stimmt, aber ich glaube ihn natürlich, weil er mein bester Freund ist. Aus Bremen zumindest, mit Collective Fuchs. Warte, ich muss den Namen noch. Der hat ihn, glaube ich, bei einer Sammelauflösung gekauft für 100 Euro oder 200 Euro und hatte einfach mal so ein First Edition Neo Destiny Charizard drin. Das ist natürlich Cash Out des Jahrhunderts. So erlebt man nur alle 10 Jahre gefühlt. Ja, Collective Fox. So, Dominik haben wir hier mit 6 Karten. Glurak, Refoil, Mew aus Evolution, Schimmer des Rayquaza, Lugia, Neo Destiny, dunkles Raichu Team Rocket. Und ein Raichu Fossil, auch First Edition. Macht die Neo Destiny noch ein Boxbreak auf Japanisch eigentlich? Tassos, wir sind gerade dabei, solche Boxen zu besorgen. Das Problem ist, wir haben eine gefunden. Aber erstens kannst du die nicht bezahlen, weil man muss es ja dann auch irgendwie einigermaßen bei den Boostern letztendlich auch drauflegen, das Geld. Und das wäre dann sehr, sehr, sehr viel Geld für japanische Karten. Wir sind noch auf der Suche.
Aber da muss man schon Premium-Preise zahlen, zumindest das Gefühl. Wir sind auch auf der Suche nach einem Neo Genesis, weil wir lieben ja irgendwie japanische Boxbreak, muss man einfach sagen. Ich liebe es, da kannst du fast jede Karte einsenden. Aber als nächstes haben wir jetzt mit den Henrik. Henrik haben wir mit Dark Raichu Team Rocket und ein Raikou Vivid Voltage Amazing Red. Zwei tolle Karten. Dann haben wir den Luis. Jetzt, oder? 12? 12 Karten. Refoil Machomai, Machomai, Glurak Refoil aus Evolutions, Glumanda, danke, knackige Gurke oder Kurke. Ja, da haben wir sehr viel Evolutions gerade bei, alles deutsch, auch sehr, sehr schwer zu graden. Nochmal Vivid Voltage, Celebi und Summer Center drin, ne? Ja. Raffi 2310, Vivid Voltage 200 Euro Display, lass es zu. Dann haben Fabian aus Darkness Ablaze ein Glurak VMAX. Dann Myron oder Myron Kula. Oh, wir haben ja Shadowless. Shadowless mit Ghost Stamp haben wir hier. Shadowless mit Ghost Stamp habe ich auch noch. Hatten wir das erste Mal, glaube ich, ne? Ein Charmander Shadowless. Coole Karte. Warte kurz. Und ein Yatta Garasu First Edition LOD. LOB. Dann haben wir Mark, der sollte ein Vivid Voltage Rayquaza sein. Ja, ist nicht. Garasu auch krass. Das sind 1-7. Ja. Manuel sendet uns eine Karte ein. Inferno Pot VMAX Rainbow. Aus Darkness Ablaze natürlich. Dann kommt der gute alte. Ja, BJs mit Subreds ist die ganze Zeit hier am Gange. Dann haben wir Mammut. Ich hoffe, ich habe es so richtig ausgesprochen. Mammut. Der hat hier. Schimmer des Genisekt haben wir hier. Pikachu Blexaprom. Und das nicht nur zweimal, sondern dreimal. Einfach Alex, ja, das wird sich Sonntag wieder ändern. Glurak GX, Lavados, Zapdos und Arctos. Glurak VMAX aus Darkness Ablaze. Glurak V, Glurak VMAX, VMAX. Schimmendes Bio und Mewtwo GX aus schimmende Dingen. Legacy of Darkness. Moin mit Bedacht. Moin mit Bedacht. Mein Liebling. Bio Beam ist da. Moin Meister. Ich weiß nicht, ob der Neo Discovery Nachtara. Wir hatten auf jeden Fall ein Neo Discovery Nachtara da. Charizard V von den guten alten Donny. 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 Da haben wir den Kai. Da sind uns 4 Karten ein. Ein schimmerndes Garados. Dann haben wir ein dunkles Glurak. First Edition Team Rocket. Schimmerndes Garados, die zweite aus Neo Revelation. Und Glurak GX aus Shining Fates, Hidden Fates. Dann haben wir den Akim oder Akim. Er sendet uns ein Mewtwo mit Psychokinese, dunkles Garados, Team Rocket, First Edition und dunkles Tutok, Lieblingskarte von meinem Bruder nochmal und ein dunkles Dragoran, First Edition Team Rocket. Dann haben wir den Markus, glaube ich, oder Morkus. Oh, Chris Mojo 88, vielen, vielen Dank für dein. Ich streiche den Poké-Geodude für dich. Also ich streiche mich selber. Finch, oder? Finch. Aber auch noch ein bisschen. Evil JB, danke für den Follow. Dann haben wir, wer war das denn jetzt? Keine Ahnung. Ach hier, Markus. Glurak VMAX. Ancient Mew. Glurak von Crystal Guardians. Dann haben wir Glurak V. Aus Darkness Ablaze. Pikachu VMAX. Mewtwo von Hollow Phantoms. Auch sehr cooles Artwork. Glurak V. Chris Mojo, danke. Ja. Chris Mojo 88. Du bist auch beim Bosse dabei, hast mit 2 Boostern bist du dabei und hoffen natürlich, dass du Mew oder Drago ranziehst. So. Dann haben wir den Fabian. Der sendet einen Nachtara Goldstar ein. Bist du das, der gerade gefragt hatte? Bei einer Pop-Season. Dann haben wir Bettran.
hoffe, ich spreche es richtig aus. Der 3 mit Lugia GX und ein Glurak GX. Burning Shadows. Hatte Neo Discovery. Max. Max sendet uns ein Charizard V von Champions Pass ein. Auch danke. Grüße geht raus an den lieben Max. Okay. Mal gucken, ob wir dein Neo Discovery nach Tara noch finden. Wir hatten auf jeden Fall einen. War das Unlimited? Moin Raikou. Fabian sendet uns 5 Karten ein. Der Goldzerei Quasar waren schon 2 dabei. Ich weiß nicht, ob du dabei warst. Pikachu V, Magnemite. Dann haben wir. Ach, mein Lieblingsartwork von Hidden Face in Anführungsstrichen. Apu Koko GX und ein Charizard GX aus Hidden Fates. Bei Unlimited. Genau, wenn ihr euer Tracking haben wollt, registriert ihr euch erstmal und dann werde ich versuchen, Sonntag das Tracking komplett fertig zu bauen. Jetzt haben wir einmal René, haben wir hier, der sendet ein SVA Shiny Vista von Shiny Vista Charizard ein. Mojo, das schlechteste Holo. Am Anfang hatte ich, glaube, Mack ist das schlechteste Holo. Alex, du brauchst keine Mindestanzahl. Du kannst einmal einsetzen. Dann haben wir den Vincent. Holy Burba GX haben wir hier. Glurak V-Max. Charizard V. Oh, Grauer Bauer, danke für 100. Was sind das denn? Witz, ne? Amanda, Mega, Kubiris und Despotar. Despotar GX, Despotar aus Aquapolis haben wir und Despotar aus Neo Entdeckung oder Neo Discovery. War das? Und dann hatten wir noch von ihm ein Despotar. Ich weiß leider nicht, aus welchem Set das ist. Ich weiß gar nicht mal, was das ist. Ist das L2? Was für ein Set? L2 aus dem Japanischen? Ja, aber was ist das? Wie heißt der auf Deutsch? Was kann ich dir sagen? Wie heißt der da? Vincent van Gogh. L2. Marcel, Annabelle. Also, wenn ich zum Beispiel 3-4 Karten habe, kann ich die auch zu euch schicken und ihr kümmert euch um den Rest. Alles. Marcel, wir machen alles für dich. Alles. Zoll, Versand, Versicherung, Kommunikation, Abwicklung. Tassus. Wie heißt du denn mit Vornamen Tassus? Dann haben wir den Paul, der hat 46 Karten. 46 Karten hat der Typ. Anastasius. Reviving Legends war das. Dann haben wir Sashian. Sashian, Vivid Voltage. Oh, haben wir auch. Da. Gengar EX. Aber hier Karten. Plasma Storm haben wir hier. Ua 609, danke für den Follow. Shining Garados. Shining Market Cup. Neo Revelation. Bin ganz heiß, wenn ich sowas sehe. Gardevoir, VMAX, Intia. Ja, aus Hidden Fates. Dann haben wir hier die Promo von. Manch heißt es ja, aber Moonquest ist, glaube ich, ausgesprochen, ne? Die nette haben wir hier. Mutineva, Glurak GX, Burning Shadows, Bouts, Team Skull Rupel, Lumanda aus Crystal Guardians, Odo Phantoms. Garados GX, Garados aus Deoxys, Rayquaza aus Holo Phantom, Impegator aus Dragon Frontiers, dann haben wir Nidoking aus Dragon Frontiers, Volnona und zu guter Letzt noch Delta Spezi. Dann haben wir den, den Deoxys aus Deoxys ist wahrscheinlich, nein. Dann haben wir Deoxys, Holo Phantom, Nidoqueen, Ursila, Ampharos, Lugitic, Nidoking, Monomon, Relaxo aus Dragon Frontiers. Eine sehr, sehr schöne Karte. Mein Spirit Animal. Milotic, Kaputops. Der hat auf jeden Fall ziemlich viel aus dem Schlorp. Guckt euch mal das Schlorp an. Sieht das nicht lecker aus? Ich würde da gleich mal auflecken. Charizard V aus Champions Pass. Glurak aus Dragon. Glurak. Vivid Voltage, Pre-Release, Glurak V-Max und Glurak V aus Darkness Ablaze. Ja, ich brauche die für Informationen.
FBI. Es stehen noch Videos für die PSA-Sendung. Nein, also Hype, die mussten wir ja schnell loswerden. Die mussten wir schnell loswerden, deswegen haben wir keine Videos gemacht. Also, Uhr 609. Denn machen wir weiter. Mit Ina. Selina. Bist du da im Chat? Wir machen Salto. Was sagt ihr zu den Championships-Karten? Chris Mojo finde ich sehr interessant, die Karten. Ich glaube, ich habe mir letztens eine gekauft, aber von 2006 waren die. Von Hawaii waren die, glaube ich. Selina sendet uns 23 Karten ein. Pikachu V, Pikachu V, Pikachu V-Max, Pikachu V-Max, das dicke Pikachu mit Goldstar, Celebi, sehr viele Vivid Voltage Karten, wenn nicht sogar fast alle. Blitzer, Relaxo hier, Pro-Release Farbenschock haben wir hier, Katapultra, Clash der Rebellen, Dunkles Golbat, First Edition, Oshigi, Garabor Neo Genesis, Stalos Neo Genesis, Kaputops Fossil, Aquana Jungle. Ein Bit und Dunkles Turtok First Edition. Danke für ein Bit, mein Lieber. Rudi Dodo. Was ist unser Lieblingsalkohol? Ich ist es ganz klar Jägermeister. Ich, Mike? Bacardi Razz. Bacardi Razz und Sprite. Dann haben wir den guten alten Kevin Desputin aus Expedition. Dragoran haben wir jetzt. Hab das aus viel. Lieben auch nicht viele das Artwork. Ich feiere es auch nicht so. Papa Abgunia. Dunkles Dragoran und Pikachu. Vielen, vielen Dank für die Subscription, DXF Sunny. Despotar ist nice. Jäger mit Fanta, ich liebe, ja. Aber Despotar ist echt heftig. Auch sehr schön. Vielen Dank, Kevin. Haben wir. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Elend. 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 Ich hoffe, dass wir es richtig aufgeschrieben haben. Ich weiß nicht, ich kann auch seinen Nachnamen sagen. Ich glaube, das gibt es so oft, oder? Elend Abdullah. Dann sendet eine Karte ein. Durak V-Max aus Champions Pass. Du Jäger, hast du schon mal mit einer Waffe geschossen, außer Airsoft? Nein, ich habe noch nie mit einer Waffe geschossen. Will ich auch gar nicht. Weil ich weiß nicht, Waffen sind unnötig. Luca. Lurak V-Max, auch aus Champions Pass. Jetzt haben wir den Joel. Joel, mein Lieber, du bist dran mit deinen 10 Karten. Da haben wir einen Lurak V-Max, Brexa Promo, Reshiram und Zekrom aus Cosmic Eclipse. Dann haben wir, was sehen wir da? Meine Lieblingskarte aus. Ich weiß, es ist nicht Hidden Face, aber es ist die Blackstar Promo. Lucario GX. Dann haben wir rote Herausforderung. Auch ziemlich, ziemlich geil. Habe ich mir in Japanisch geholt. Really, really nice. Und dann hier noch ein paar Evolution. Dann haben wir noch hier schwarz, Black and White. Nochmal Black and White und Ancient Mew 2000er Promo. Danke, Joel. Gibt dir für alle drei 25 Euro. Kartausler, wie hast du die Karten in den Bilderrahmen befestigt? Das hat einer für mich gemacht. Das habe ich nicht selber gemacht. War PokeFriends bei Zeus auf Instagram. Könnt ihr gerne mal adden und ihn fragen, ob er das auch für euch macht. Also ganz schlimm ist es gerade mit der Sonne hier. Normalerweise haben wir keine Sonneneinstrahlung in Hamburg. Ich bin blind fast. Dann haben wir den Robin. Was ist denn? Ist doch so. First Edition Dragoran Fossil Holo. Mit Slam und Einfliegen. Würde ich mal auf eine ganz kurz. Guck mal mir kurz die Karte an. Auf eine 7 bis 8 schätzen. Sebastian ist dran mit 11 Korden. Der Pinock. Kannst du einen Link einblenden? Pinock, ich weiß nicht, ob du. Vielleicht kannst du den Link irgendwie daraus finden von PokeFriends bei Zeus von Instagram. Dann haben wir Hidden Fates, Pikachu VMAX, V, Glurak, Pre-Release aus Farbenschock, Glurak V, Glurak VMAX, Glurak V, Glurak VMAX, Pikachu VMAX aus Velvet Voltage, Mega Charizard EX,
aus Evolutions natürlich und auch die beiden aus Evolutions. Danke dir, Sebastian. Dann haben wir den Jonas, sendet uns 5 Karten ein. Der hat ein super tolles Rayquaza gleich da. Mit einem Hirashi gefolgt von Celebi. Ist das nicht toll und ein geiles Expedition Despotar? Was mehr Muskeln hat als ich. Und ein Lugia Neo Genesis. Da war Schmutz noch dran. Lugia Genesis First Edition. In der englischen Fassung ist das für 100.000 Euro weggegangen, das Lugia. Apropos Dragoran, hab auf eBay ein frisches Dragoran aus Fossil. Bock, nice Raikou, gleich einsenden am besten. Da sollte man die Starter Holy? What? Danke Pokémountain. Haben wir den Marius, sind uns neu mit Subgrades ein. Pikachu, klar. Pikachu, Fossil, dann haben wir. Ja. Das Glutexu nach Tara GX. Anomu, Raikou, Vivid Voltage. Wir merken hier so gerade, dass wir sehr viele Vivid Voltage Karten haben. Früher war es immer Evolutions, mittlerweile haben wir sehr viele Vivid Voltage Karten. Sollte man die Starter-Holo-Grind lassen aus dem... Ja, würde ich machen. BK-Event. Haben wir auch gemacht. Haben wir auch. Wir haben zu BGS gesendet. Pikachu aus Cosmic Eclipse. Und ein Lumanda aus Dragon Majesty. Das ist viel. Warte mal. Wenn ich ein... Ja. Wenn ich meine Karten mit einem Freund verkaufe, kann ich der dann die... Ausschild versichern für den Versand? Ja, ich weiß nicht, was du genau meinst. Ich glaube, unter Privatpersonen ist das mit Versicherungen sowieso nicht gegeben. Wenn unter Privatversicherten eine Pokémon-Karte weg ist, dann ist es sowieso weg. Du kannst fast gar nichts machen. Auch die Deutschen, wenn ja, wo am besten, hab keinen Plan. BGS, wenn du international denkst, immer BGS. Nichts anderes. So, jetzt ist mein Bruder, glaube ich, dran, ne? Ja. So, jetzt wechseln wir kurz die Seiten. Danach ist mein Lieblingsbruder dran. Ich habe ja auch nur einen. Das ist mein Lieblingsbruder. Ja, gut. Ja, gut, jetzt ist mein Bruder dran. Danke. Bitte follow. Machst du so. Also das hat Benjamin gerade geschrieben. Moin. Benjamin im Chat oder was? Weiß ich nicht. Wie geht's euch, meine Freunde? Seid ihr wild? Seid ihr heiß? Seid ihr heiß auf die zweite Runde? Es kommen die zweiten Boxen mit. Weißt du, wie das geht? Die großen Tüten hier groß? Muss ich kurz erklären, wie das geht. Also hier kommen kleine Tüten. Nicht die ganzen. Okay, also hier ganz klein, der groß. Ja. Und dann musst du immer, wenn du die Karten hier von dir hast, mit dem Gesicht. Aufnehmen, ne? Ja, von vorne nehmen. Reihenfolge beibehalten. Und mit dem Gesicht. Genau. Jo. Perfekt. So, Kinder, jetzt geht's auch direkt weiter. Wie lange sind wir denn schon online? Steht das hier irgendwo? Da, live seit 1 Stunde 25. Perfekt. Echt schon so lange? Ja, easy. Kann man noch einen Gym Challenge Booster kaufen vom Box Break? Die sind alle offen und weg. Du kannst ein Fossil von Mysterious Fossil kaufen von japanischen Open. Jetzt wieder am Samstag machen. Beliebten Gärtenecke. Ja. Hört man mich gut oder rede ich zu leise? Wenn ich so rede, bin ich zu leise oder bin ich okay? Karatuta, sag doch mal. Alle schreiben okay, Marvin. Okay. Okay, perfekter Ton. Collect die Fuchs sagt, ich bin okay. So, Marvin, bist du bereit? Nein. Noch nicht. Ich fange mal ganz langsam an hier. Ich fange mal an mit Tristan. Tristan hat fünf Karten für uns. Hat ja die
Komisch mit Headset auf. Dann hat die Schwert- und Schild-Promo SWSH 050. Pikachu hier aus Shining Legends, Lurak aus Dragon Majesty zweimal und ein First Edition Evoli aus dem Dschungelset. Ja? Zeige ich dir die restlichen BGS Express noch in den Stream. Ne, also wir haben ja schon alle gezeigt. Jetzt, die zeigen wir nicht nochmal. Vielleicht kann ich die ganz zum Schluss nochmal ganz kurz durchgehen. Eventuell liegen auch hier noch ein paar Pakete rum, wo noch ein paar Express dabei sind, weil die nehmen wir auch noch mit. Weggestellt. Eventuell. So. Zeigen wir das zum Schluss nochmal. Genau. Haben wir erstmal den Martin mit drei Karten. Hat er nicht Monte Carlo, sondern Monte Carlo aus Darkness Ablaze, auch in Lurak aus Darkness Ablaze und Lurak Routena aus Cosmic Eclipse aus dem Set, das scheinbar nicht mehr nachgedruckt wird und aus der Print-Routine. Und Siegfried. Siegfried hat er auch vier Karten für uns. Haben wir einen Flahamara aus Jungle First Edition Non-Holo, ein Raikwaza aus dem Voltage, Zapdos hier aus Hidden Fates und ein First Edition Pikachu aus dem Dschungel. Auch ziemlich oft eingeschickt mit. Was denn? Pikachu First Edition. Ja, meine Damen und Herren. Den haben wir, den Daniel mit zwei Karten. Hat hier auch das Zapdos aus Fossil First Edition und ein Raichu aus Fossil First Edition. Da hast du euch seine Karten nicht gesehen. Ich erinnere mich an ihn. Welche Karten hast du denn gehabt? Mein lieber Blastoise VM. Sind die überhaupt schon hier? Das ist immer die große Frage. Ganz viele fragen uns immer, habt ihr meine Karten schon gezeigt? Aber dann sage ich immer, guck doch mal in die Sendungsverfolgung. Die meisten sind doch gar nicht hier. Ja, Blastoise, schreib mal ein, zwei Karten von dir rein, wenn sie denn dabei waren, kann ich dir sagen. Wenn nicht, liegen sie vielleicht noch hier im Paket. Check mal. Darisat wie Tiny. Charizard wie. Da haben wir den gezeigt. Zeig die Karten zum Schluss nochmal, da können wir drüber reden. Matthias mit 13 Karten hat hier ein dunkles Blitzer, dunkles Flamara, dunkles Aquana hier. Auf jeden Fall Team Rocket am Start. Dunkles Dragonier, Geowatz, wenn ich mich dann entwickle, bin ich quasi das. Dann eine E-Mail vom PSA bekommen. Evoli, Traumato, Kikli, Fleckmon, Slimer, Rettern. Also hier ein ganzes Fossilbeiner. Jonas hat ja auch schon wieder eine Promo für uns. Jonas hat einen Lurak SWSH 050 Promo und Arctos, Zapdos, Lavados, Detective GX aus Hidden Fates. Kommt der Robin. Robin eine Karte, Shiny Savi, Charizard Secret Rare. Oder Charizard V-Max Secret Rare. Denn der Johannes hat hier ein unlimitiertes Gengar aus Fossil und ein Neo Genesis. Ja, leider die First Edition Polo in einer PSA oder BGS 5er, 6er Verfassung, würde ich sagen. Chris, gab kein PSA-Video der letzten Einsendung, weil PSA ja die Preise erhöht hat. Wir haben die ganzen Karten abgeschickt, damit wir noch die alten Preise reingeschlendert sind. Also wenn du eine Rechnung hast von uns, die noch alten Preise ist, dann hast du auf jeden Fall, bist du nicht im Video, aber du hast die alten Preise gewährleistet bekommen und bist bei PSA quasi. So, danke. Haben wir Sören. Sören hat einen flotten Ball für uns aus Vivid Voltage und Lurak aus Darkness Ablaze. Und V-Max aus Darkness Ablaze. Kann man neue Cap kaufen? Nee, kann man leider nicht. Bald aber, wir wollen ein paar limitierte Caps rausbringen, so aus Joke. Die verkaufen wir dann natürlich. So, Elektroball, First Edition und Dragoran von Sven hier. Ein Dragoran Holo aus Fossil. Haben wir den Christian mit 6 Karten. Falsch rum auf. Ja, ist okay, sagt mein Bruder, ich muss so rum aufhaben. Ist ja scheißegal, oder? Du hast ja kein Bonusfolge. So, ist richtig? Moin. Wer hat das geschrieben? Headset ist falsch rum auf. Ah, hört sich auch ganz anders an jetzt. Bubble ist live. Ist er das? Ja, sein. So. So, haben wir ja den Christian jedenfalls. Geowatz EX, Pikachu, Raikou EX, Nachtara, Gengar, First Edition, Mewtwo, Secret Rare aus Shining Legends. Der Fabian haben wir hier. Einmal Tag Team GX Goldkarten, einmal das Lurak und Reshiram und einmal Mew und Mewtwo. Der Christian hat eine Karte für uns. Shiny Star wie. Glurak oder Charizard wie Secret Rare.
weiß immer nicht, was man sagen soll. Man sagt so viele Sets immer, ne? Ja, genau. Da kam ein New Follower, play hard, have fun. Dann Geodude, willkommen tief. So, der Peter wieder. Peter hat hier Tops-Karten für uns. Hat er das Bisasam, Glumanda, Shigi, Pikachu, ein Evoli hat er auch noch auf EX Sandstorm und die Kanazawa Provo von Pikachu, der Süße. Der Erik hat die Lurak VMAX Karte aus Voltage auf Darkness Ablaze, meine ich natürlich, die 20 von 189. Dann haben wir den Timo. Timo, eine Karte für uns, einmal die Holo-Version vom Charizard aus den Sun & Moon Promo hier. Der Fabian hat ein Celebi Refoil für uns aus Skyridge. Und aus EX Unseen Forces das Anti-Goldstar. Ratsheberkleber am Tisch, so jetzt. Dennis hat ja aus Neo Destiny ein schimmerndes Noctu für uns und ein schimmerndes Celebi. Beide Secret Rare Karten. Celebi. Hier haben wir einen Generations Lurak. Und Der Yannick setzt Härten ein, hat einen Charizard aus Generations, einen Shiny Star Weed Lurak und die Mary aus das ist Schwert und Schild Base-Set. So, hallo, ich bin neu, was Pokémon angeht und habe einen Streamer einen Dragonite EX Full Art gezogen. Wenn ich das graden lassen möchte, auf welche Wartezeit muss man sich da einstellen? Wenn du das über den Standard-Service einschicken musst, dann bist du ungefähr bei 12 Monaten mittlerweile. Eventuell verringert sich das demnächst, weil die Preise sich ja verdoppelt haben. Könnte sein, dass dadurch hoffentlich die Wartezeit ein wenig verkürzt und wieder zu humanen Wartezeiten zurückkommen. Draußen gibt es auch viele Express-Services, aber die lohnen sich bei den Dragonite DX nicht. Ich glaube, du meinst das aus Evolution, weil wenn du da 100 Euro Express bezahlst, bist du wahrscheinlich 10 bekommst und plus minus 0, wenn er neu macht. Finanziell gesehen Verlust. Es sei denn, du möchtest die Karte unbedingt graden, weil du sie geil findest, dann kannst du natürlich auch Express. Lass aber nicht mehr auf Geld achten. So, machen wir weiter mit dem Michael. Der Turtok Plinfer aus Cosmic Eclipse, die Full Art. Der Fabian hat ein Gardevoir VMAX aus Shameless Path, die Secret Rare Karte davon. Dann haben wir hier den Dominik, ein Kabutops aus Fossil First Edition Holo. Wieso stellen PSA und BGS nicht mehr Leute ein, wenn man die Preise verdoppeln sollte, man das doch erwarten? Also sie stellen ja andauernd neue Leute ein. Ich glaube, mittlerweile sind es über 200 Leute, da habe ich mal gelesen. Darfst aber nicht vergessen, da müssen ja auch vernünftige Leute sitzen, die es mit den Grading auch auskennen. Nicht irgendwelche Studenten da hinsetzen, die eventuell auch noch eine Karte mal mitnehmen zur Mittagspause. Das darf ja auch nicht passieren, da muss ja alles gewährleistet sein. Ich glaube, es ist gar nicht so leicht, in dem Bereich gute und zuverlässige Mitarbeiter zu finden. Daher ist es wahrscheinlich schwierig, da unendlich Leute einzustellen. Ich denke nicht, dass es daran liegt, dass sie keine finden, sage ich mal, sondern hoffentlich betreiben sie auch schöne Auslese da. Wir wurden übrigens noch nicht gefragt, ob wir da sitzen wollen. leider. Noch nicht, sonst muss ich mal rüber in den Teich und da ein bisschen mitgehen, damit die mal ein bisschen schneller werden, weil Geodude-Grading ist natürlich acht überflüssig. So, Benedikt hat ein Digi First Edition, Bisasam, Dutexo, Shilok, Lumanda und ein Kangama aus Dschungel unlimitiert. Der Alexander hat ein Lurak V für uns. Das war's. Was? Der Max hat 8 Karten für uns. Ein Regice Goldstar, Venusaur aus dem 4. Print des Space Sets, Lurak VMAX aus Champions Path, ein Charizard hier, ein Evolution Charizard, sogar ein englisches, was er hier einstecken möchte, Lurak Pikachu VMAX und noch 2 Pikachu VMAX aus Bill Voltage. Direkt nach dem Rainbow Pikachu, sag ich mal. Macht ihr eine Zweigstelle auf? Ja, wir haben uns auch schon mal überlegt, ob wir irgendwie auch eine Grading-Firma machen oder eine Zweigstelle, was weiß ich was. Aber irgendwie fühlen wir das noch nicht. Vielleicht ist irgendwann mal die Zeit dafür reif, aber im Moment sehen wir das noch nicht. Weil wir auch, selbst wir von Geodude müssten mit der Anerkennung erstmal 20 Jahre um Anerkennung kämpfen, glaube ich, international gesehen. Auch wenn wir über den Teich fliegen könnten und da Steinschlag einsetzen könnten, ist ja unsere Hauptattacke, und dann ist PSA ja ganz schnell weg vom Fenster. Ne? Darf man auch nicht vernachlässigen. Wieder sehr starke Puppe. Jedenfalls haben wir jetzt die Jessica. Jessica mit einem Shiny Star wie Charizard VMAX Secret Rare. Sehr schöne Karte. Oh, hier auch. Erst was zu sehen. Vittorio hat ja ein Special Delivery Pikachu für BGS. Ich glaube, die erste Special Delivery Pikachu, die ich jetzt hier bei uns sehe, für
Er ist und hat hier reichlich ja, Champions Path gehebelt. Viermal Glurak, V-Max, Secret Rare. 74, 73, aller echte. 74, 73. Secret Rare, Junge. Ich mache ja die Liste, daher kann ich nur mal so gut. So, Niklas. Das hat hier ein Charizard wie Garados aus. Lucius, Mystic Determination, auch Evolution. Jetzt zwei Vivid Voltage Karten. Also die restlichen 5. Die restlichen 5 sind auch nur Vivid Voltage Karten. Rayquaza, Jirachi und ein Raikou. Genau. Oh. Genau, Alexander. Mit 2 Karten. Eternatus VMAX aus Shining Fates von 2021 und ein schimmerndes Rayquaza aus Shining Legends. Point. Der David hat auch 2 Karten für uns. Einmal aus das Hidden Fates Mewtwo GX Full Art und das Charizard V aus Champions Path. Auch wieder ein Bremer Kollege, wie ich hier schon sehe. Kollege von Collective Fuchs, würde ich beinahe behaupten. Der Tarek hat hier ein Burak VMAX aus Champions Path für uns. Schöne bekannte Secret Rare. Jetzt hätten wir den Alex. Der Alex mit 7 Karten am Start. Hat hier aus Cosmic Eclipse das Set, wie mein Bruder schon sagte, was nicht mehr gedruckt wird. Das Pikachu, die Pikachu Full Art Secret Rare, Garados, Surfing Pikachu, hier eine Refoil Charizard aus Evolutions Lurak, VMAX aus Darkness Abyss, Pikachu VMAX aus Vivid Voltage und noch ein Shimmer's Path Lurak. Ja. So. Ey, was soll ich in den Überweisungsbetreff schreiben, weil meine Mom überweist schnell das Geld für das. Schreib am besten rein, Fossil Box Break. Oder seine Adresse? Mein Bruder sagt, schreib rein deine Adresse in den Betreff und Fossil Box Break. Denn jetzt kommt nämlich der Cheng mit einem Shiny Star V Bug mit Upgrades. Die Secret Rare. Der Michael hat eine Karte von uns, das Pikachu aus Unseen Forces ist das mit den drei Bäumen. Legend Maker, ne? EX Legend Maker, Pikachu Holo, eine sehr schöne Karte. Fällt mir auch sehr gut. Hätten wir den Manuel. Manuel hat ein koreanisches, seht euch das an, ein koreanisches Charizard aus dem SMP2. Ich glaube, das ist der Detektiv Pikachu. Dunkles Lurak First Edition mit Nagelschnipp und ein Pikachu VMAX mit Giga Voltackle. Jetzt hätten wir den Patrick. Der Patrick hat hier ein Simsala. Refoil-Version aus Skyridge. Warte. Machen wir weiter mit dem Erik. Erik hat hier ein Turbo-Pflaster für uns, falls wir verletzt sind, dass wir uns schnell, ganz schnell heilen können aus Darkness Ablaze. Und ein paar Tops-Karten, unter anderem Bisasam, Bisaflor. Noch ein Bisaflor. Tops Chrome hier von 2000. Shigi wieder Tops aus 99, das normale Shigi. Und ein Zapdos aus Supreme Victors. Yes, yes. Schöne Karten von Erik. Erik! Haben wir den Bastin. Da ist der Bastin oder Bastian, eins von beiden. Hat jedenfalls einen Nidorina aus dem Dschungel, First Edition. Und einen Blitzer mit Ruckzuck und Nado-Rakete, ebenfalls First Edition aus dem Dschungel. Kommt der Festteam. Der Festteam hat hier einen Dragoran für uns. Diamond Impulse Zeitraum, sage ich mal. Und die 2016er Let's Trade Promo. Das Glurak. Reprint quasi von der CD-Promo. Auch sehr teuer geworden. Ja. Sehr schöne Karte. Haben wir echt nicht. Also wir haben es auf dem Schirm gehabt, aber nicht so krass, dass sie. Hätte man auch sich mal. Valentina hat ein surfendes Pikachu, ein deutsches für uns. Nach deutsche Evolution-Karten sehr selten gesehen. Gibt es also Tatsache. Wir haben Displaypreise von bis zu 5.000-6.000 Euro alleine für das Evolution-Display. Da ist der Englische ja noch weit hinterher. Haben wir den Robert mit einer sehr schönen Karte, wie ich finde. Das Despotar aus Aquapolis von 2003. Ein schimmerndes Lurak aus Neo Destiny. Nach Tara Holo und Nidoking hier auch aus Aquapolis. Und noch ein Despotar aus Expedition. Das sind sehr, sehr coole Karten. Die gefallen mir sehr, sehr gut. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Holla die Waldfee, sage ich da nur. Wer gute Grades bekommt, dann holla die Waldfee. Meint, es gibt noch ein Darkness Ablaze Reprint. Ja, das sind diese letzten, ich glaube, die letzten 3 oder 4 Sets werden immer reihum geprintet. Dementsprechend wird aber sicherlich auch nochmal Darkness Ablaze nachgedruckt. Dann am Drucken. Wie möchte.
Der David hat 7 Karten für uns. Einmal das Givlor, Zapdos First Edition, Lavados, Magneton, Lapras, Tickly und Togetic aus Neo Genesis und Steel. Fossil hier am Start. Eine Neo Genesis Karte. Ibrin kommt morgen. So. Nick 18 ist nämlich bei Pokémon Qualitätsmanagement, der weiß immer genau, wann die Reprints kommen und es kommt natürlich morgen. Warte. Norman hat hier ein Gengar fürs, ein unlimitiertes Gengar für uns. Ein Satzenia aus Dschungel, ein Giflor wieder, Flamara Holo, Sichlor, noch ein Sichlor und noch ein Sichlor. Drei Sichlor mit Schlitzer. Also hier wird ordentlich rumgeschlitzt. Sehr, sehr geil. Ist jetzt schon welche machen müssen. So eine T-Shirt zu sprechen drauf, ne? T-Shirt von Geodudu, einmal, Mann, ist hier Licht, guck mal, ich bin weg. Einmal Geodudu-T-Shirts, einmal Holla die Waldfee und von mir immer sehr, sehr geil. Und Gewinn des Jahrhunderts. Und hier noch eins, was hast du noch immer hier? Einigermaßen. Einigermaßen. Okay. Ich kenne nur einen Shop, der heute erhalten hat und morgen verschickt. Ja, siehst du. Insider-Infos hier. Morgen kommt der Reprint von Darkness Ablaze, dann könnt ihr in die Lady wieder auf zum Müller und so weiter. So, Johannes hatten wir hier mit 5 Karten. Pre-Release Lurak aus Farbenschock, Relaxo, Donphan, Lugia und das Pikachu Remix. Also alles, was man aus Vivid Voltage braucht, bis auf die Amazing Rares, hat er hier am Start für uns. Sehr cool. Machen wir weiter mit Marcel. Marcel 2 Karten für uns, hat hier die Amazing Rare und das Refold Lurak. Übrigens auch sehr, sehr schwer zu ziehen, diese Karte hier. Und das Rayquaza ja sowieso wunderschön zusammen mit den Celebi, meine Amazing Rares. Und einer meiner Freunde aus Berlin, glaube ich, der Dustin. Der Dustin hat einmal die Promo aus den Tins von Fates quasi, Lugacrotena aus Cosmic Eclipse und noch ein Glumanda aus Hidden Fates. Yes, yes, jo. Pascal, 10 Karten für uns. Base Set, Mewtwo, wer hätte es gedacht? In Holoops. Ein Raichu aus Fossil, Blackstar Promo, Mewtwo, Aerodactyl, EX aus Sandstorm, Snowbilica DX, die Stitrea aus EX Unseen Forces, Sherox, Impergator ebenfalls aus dem gleichen Set, EX Legend Maker und so weiter. Hier noch Groudon EX, auch sehr geil aus Mr. Guardians. Sets sitzen langsam, kann man sagen, ne? Wenn man bedenkt, bei den ersten Submissions wusste ich nur, was das Base Set ist. Dabei kenne ich ja fast jedes. Cool. Elias hat hier, wie viel hat er für uns? 18 Karten hat der Elias für uns. Ein Lapras aus Fossil, Aerodactyl Pre-Release mit Old Stamp aus Fossil, Sichlor, Tauboss aus Dschungel, Kangama, Gengar, Finsier, Jolteon und Englisch ist hier dabei. Hier kommt Team Rocket, First Edition. Danke Max Benike für dein Follow. Charizard, Chanera, Mewtwo, Machomai, Visaflor, hier ordentlich Base Set Alarm. Die 2000er Movie Probe, Ancient Mew, Breath und ein dunkles Lurak, Nicht-Holo-Version aus Team Rocket auf Deutsch. Eine Einsendung. Und der auch ein ewig langer Einsender schon, der David. Der David hat hier eine Karte von uns. Ein 2021er Lurak VMAX aus Shining Fates. Danke. Danke, David. So, Franz. Der Franz hat auch 8 Karten für uns. Ein Lurak, ein Off-Center Lurak aus Evolution, Pikachu, Cracked Eyes, die Secret Rare, dunkles Raichu aus Team Rocket, dunkles Turtok, die schönste Karte der Welt, dunkles Lurak, einmal Non-Holo, einmal in der Holo-Version, Sichlor First Edition und ein Dragoran, auch First Edition, Holo aus Fossil. Ja, jetzt kommt heute nur noch die eine Karte einsenden. So, Dennis hat eine Karte von uns, Dennis hat ein Kabutops First Edition Holo. Noch ein Dennis hat für uns ein Pikachu Secret Rare aus Vivid Voltage. Der Marco hat für uns ein Lurak VMAX aus Darkness Ablaze. Der Thomas hat für uns ein Charizard VMAX aus Champions Path. Der Marcel hat für uns auch noch hier ein Endynalos V aus Shining Fates. Auf Deutsch heißt es eigentlich Schimmerndes Schicksal? Shining Fates, ja, ne? Schimmerndes Schicksal. Der Lennart. Lennart hat ein Mega Lurak EX German Evolution. Nur eine Karte, wild. Lukas hat eine Karte für uns. Lukas hat ein Lurak VMAX aus Champions Path für uns. Ich nehme was anderes wieder. Beatrice. Beatrice kommt hier mit einer Diamond and Pearl Promo. Lurak Level X um die Ecke in Holo und noch ein Lurak aus Evolution auf Deutsch.
Ja, Tassos, ich wünsche dir auch einen schönen Abend und lass dir gut gehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tassos geht, Christoph kommt und Christoph bringt 3 Karten mit. Ein Blitzer First Edition, Arctos First Edition und ein dunkles Gyarados First Edition aus Team Rocket. Acker. Benjamin kommt. War doch bei Hermes gewesen, jetzt schon hier. Ein Glumanda, ein Dotexo und ein Shigi aus... ja, nicht aus Champions Path, sondern aus Team Rocket in First Edition. Jetzt haben wir den Daniel. Moin Markus, Daniel hat 6 Karten von uns. Pikachu, V-Max, Sakian, Amazing Rare, Rayquaza, Amazing Rare, Kyogre, Amazing Rare aus Shiny Star, wie Ivetal 2-mal. Und das war es auch schon wieder von Daniel. Aber wenn Daniel geht, erscheint der Felix natürlich prompt vor der Tür. Green Valley 21, danke für dein Follow. Jetzt haben wir jetzt den Felix. Hat auch ein Champions Path Glurak für uns. Aus ja, Champions Path Glurak, genau. Die Legende. Bietet ihr BGS Express an? Ja, tun wir, aber nur einmal jetzt. Wahrscheinlich wieder 1-2 Monate gar nicht. Oder je nachdem, wie die Nachfrage ist. Offiziell eigentlich nicht. Ich hatte nur einen Instagram-Aufruf gestartet. Da haben sich jetzt knapp 20 Leute oder 5-6 Leute drauf gemeldet. Da haben wir knapp 20 Karten jetzt. Die Nase. So. So. Hier ist schon jemand gespannt, was du zu deinen Sportkarten sagst. So, das war jetzt hier... Moritz. Der Moritz hat hier einmal Erikas Hospitality auf... Ja, auf... Aus Tag Team GX, auf Japanisch. Ein Cynthia aus Hidden Fates, Sabrina's Suggestion... Suggestion, kann ich nicht aussprechen. Aus Team Up. Und wer ist das? Der Poli Urbe oder irgendwie sowas, ne? Jedenfalls auch auf Tag Team GX. Bram, Kevin. Kevin... Ach, der Kevin, genau. Kevin hier aus, jedenfalls auch aus Team Up, ein Jirachi, Urwald-Explosion, Lugia, zweimal unlimitiert dabei, Ancient Mew und ein Shiny Ho-Oh, die Promo. Der Tim mit 2 Karten für uns. Meine Damen und Herren, der Tim bringt ein Despota aus Neo Discovery oder Entdeckung und ein Arctos First Edition aus, ist es, aus Fossil. Deswegen kommt auch direkt dahinter der Timon. Simon hat ein Lavados Terminator XFX. Danke für dein Follow, mein Freund. Jedenfalls haben wir den das Lavados First Edition aus Fossil. Schwerte Schild Promo, Pikachu Full Art. Rayquaza hier aus Schwerte Schild Promos. Rayquaza noch. Also, und ein Sneebunna, eine Full Art aus. Oder eine Secret Rare Full Art aus Cosmic Eclipse. Ja, wir halten dich natürlich auf dem Laufenden, die Legende, wann die Karten wiederkommen. Wir haben ja auf der Seite ein Tracking. Ist fast implementiert, ist fast fertig und wir machen ja auch immer Instagram-Stories. Also wenn du Instagram uns aufmerksam verfolgst, solltest du eigentlich gar nichts verpassen. Oder sonst auf der Homepage. So, wir gehen aber davon aus, dass das 4 Wochen dauert. Alexander bringt uns ein Shiny Star wie ja, Durak, also Charizard wie. Ja, wieder. Hallo de Loyaldo, der Mod von Trilux, muss ich natürlich das gleich dazu sagen. Immer wenn dein Name hier fällt, Patrick, glaube ich, ne? Ist der Vorname. Ja. Immer wenn dein Name hier fällt, du auf irgendwelchen Kartenstapel draufstehst und ich nur sage, der Loyal oder so, sagt Marvin gleich, das ist der Wort von Trilux. Er fühlt sich immer richtig getriggert, das zu sagen. Jedes Mal. Das ist so lustig. So, Philipp. Philipp mit 9 Karten hat einmal Dumanda aus ja, Team Rocket 2-mal die Durak, die Tin-Promos hier. Auch mehrfach Kamalm aus Vivid Voltage und nochmal 2-mal die normale Durak-Karte aus ja, Hidden Fates. Kommt der Heino. Der Heino hat eine Karte für uns. Und zwar Glurak V-Max aus Darkness Ablaze. Felix hat auch noch einen Glurak für uns. Auch ein Glurak aus Shiny Star V. Ja, Glurak V-Max, Shiny Star V. Dennis hat auch 5 Karten für uns. Dennis bringt uns ein schimmerndes Arceus aus Shining Legends. Davon 2 sogar noch ein schimmerndes Rayquaza. Ultra Necrozma GX. Und das gleiche noch einmal aus Dragon Majesty. Ding, ding, ding. Der Loyaldo, du warst Tatsache schon. Du warst ganz am Anfang dabei, weil dein Name, du weißt, der triggert uns immer so hart, dass wir direkt auf die Liste als erstes reinschreiben müssen. Du kannst natürlich nur das VOD dir gönnen. Der Lukas hat hier ein schimmerndes Durak, die Secret Rare aus Neo Destiny. Eine wunderschöne Karte. Quasi die OG der Shiny-Karten. Ja, ja. Ja, ja. So, René,
Der René hat 20 Karten für uns. Fängt ja auch direkt wieder an mit Vivid Voltage. Hat hier einen Lugia, Charizard V-Max, Donphan Pre-Release. Sag hier ein Amazing Rare, Snorlax, Snorlax, Donphan, Snorlax, Lugia, Raikou, Revo Gaming schon ran. Nee, Hussein, komm später. Bin ich jedenfalls der Meinung. Danke für die beiden Follows, die gerade reingekommen sind. Ja, das bist du, genau, das bist du gerade gewesen. William Ted Heisson, ne? Weil ich kenne dann aus deinem Nick, da habe ich deinen Nachnamen raus. Donphan, Lugia, Lugia, Charizard, Charizard, Lugia, Snorlax, Donphan, Pikachu aus den General Mills und ein Pikachu von hier, McDoof. Hey, wie lange gemacht? Cool. So, habe ich gerade Heino gehört. Ja, Revo Gaming war noch nicht, habe ich schon alles beantwortet. Sehr gut. Kann man auch gegradete Karten von einem deutschen Grading-Service zum Regraden einsenden? Ja, das kannst du. Würde dir aber immer empfehlen, die von uns aufbrechen zu lassen. Es sei denn, das sind schon High-End gegradete Karten, denn nicht. Aber ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, die Karten immer aufbrechen zu lassen von uns. Weil es ist nur unsere Meinung. Wir sind der Meinung, dass der Grader, wenn er halt eine andere Grading-Firma vor sich liegen hat, sich direkt gefrontet fühlt, nicht den besseren Grade gibt, auch wenn er es verdient. Ich habe aber schon mitbekommen, dass ein Kollege von Krokus Cards, er hat einen 9,5er Lurak eingesendet bei PSA. Er ist 9,5er bei PSA eingesendet. Der kam Tatsache als PSA 10 wieder. Wir haben bis dahin geglaubt, es ist ein Mythos, dass es was gibt, aber es hat geklappt, ne? Also unglaublich. Seitdem sind die Meinung ein bisschen anders, aber eigentlich immer noch die gleiche. So, Mart, das war Wirtz, war schon dran. Ich bin der Meinung, du warst noch nicht dran, weil ich habe die Listen ja gemacht, höchstpersönlich, und ich bin der Meinung, dich habe ich ganz, ganz spät erst eingetragen. Oder ganz früh. Ich glaube, du kommst doch, aber man nagelt mich nicht drauf fest. Lurak Gold ist heute schon dabei gewesen. Ja, schon zwei, dreimal, glaube ich. So, der Max hat zwei Karten für uns. Einmal ein Skeptile und Mewtwo EX. Auch Karten. Amanda, danke für dein Follow, mein Schatz. Kuss geht raus. Der Arnik. Der Arnik hat ein dunkles Turtok für uns. First Edition aus Team Rocket. Ach hier, Hussein, da haben wir dich doch. Ja, lustig. Hier, der Hussein mit Subgrades, mit diesen geilen, daran kann ich mich erinnern, an diese Lama-Post-its. Voll geil, der Grader bei BGS wird sich richtig freuen darüber, über diese Lama-Post-its. Ja, hier ein Raikou EX aus, ein Raikou EX Secret Rare aus EX Deoxys von 2005. Achso, oder? So, ist er bitte. Jetzt kommt der Timothy. Tuba. Ja, der Timothy. Ja, Husi, du warst jetzt gerade dran. Ach nee, du bist Martin Wirtz. Egal. So. jetzt haben wir hier, ja, was haben wir denn hier? Timothy mit Kanazawa-Promo. Lugia, Rayquaza auch nochmal dreimal Lugia. SM8. Hab leider nicht mehr im Kopf, was das für Setsets waren, aber sehr cooles Set auf jeden Fall. Ah, Magic Red Hat ist auch endlich da. Das werden wir natürlich vom Gehalt abziehen, die Verspätung. Das ist ganz klar. Muss noch zwei, drei Booster kaufen. Timothy Atuba, genau, so ist er. Check mal. Pascal. Pascal hat eine Pikachu von McDonald's und ein Charizard V-Max aus Shameless Path. Hab ich gerade vorher gesagt, Timothy Atuba, ne? Mhm. Unsere Nummer 3, Timothy Atuba. Das war noch Zeit, ne? Hast du es gesagt? Ja. Ich höre das. Ich habe diese geile Musik auf. Deine Führung. So, Tobias. Tobias hat auch einen Lugia außen. Jo. Genesis. Ja klar, Collective Fuchs. Der, alles Verhandlungssache. Der Magic Retter bekommt natürlich ein riesiges Gehalt. Der wird in Bits bezahlt. Andrea. Andrea hat eine Karte für uns. Ein Sachian Amazing Rare aus Velvet Voltage. Hat auch der Maximilian erstmal was anderes, was nicht Velvet Voltage ist. Maximilian hat für uns einen Glurak mit extrem Holobleed, wie sich das für Skyridge gehört. Aus, ja, aus Skyridge. Und sagt die 146, eine wunderschöne Karte. Sonst noch? Philipp! Kommt Philipp! Danke daran, 232, du bist jetzt ein Geodude, willkommen im Team, für dich steinhart und geehrt. So, Geodude! Jetzt haben wir Lurak V aus hier, Shameless Path, das sind ETBs, Lurak V oder Ditto VMAX aus Shining Fates. Der Dennis hat hier ein Lugia für uns aus Team Up Version. Eninio YouTube ist auch ein Follower von uns. Jetzt willkommen bei uns. Geilsten Community auf Twitch.
die interaktivste und geilste. So ein geiles Produkt. Jedenfalls haben wir den René. René kommt mit einem Glurak VMAX von Shining Fates hier um die Ecke. Jane oder Jane, eins von beiden. Wir sind in Deutschland, sagen wir mal Jane. Jane hat zwei Karten für uns. Ein Arctos, First Edition, on Holo. Was gibt's? Fossil? Ja. Und ein Entei aus, ein Entei Goldstar aus EX, Unseen Forces. Unseen Forces. Dein Freund. Art Colosseum, glaube ich, heißt auf Instagram, der jetzt hier kommt. Der Hoffje hat ein Pikachu aus, ja, aus Dschungel in First Edition für uns. Jonas hat hier aus EX Holo und Phantoms ein Mewtwo Goldstar, sehr schöne Karte. Ein Goldstar. Ein Goldstar mit 3 O und H. Und die Follows hier aber rein. R230488 ist ein Geodude. Und Phantom. So. Okay. Ich hole einen Phantom. Ey, mein Bruder, gar keine Ahnung hier. Der Malik. Der Malik hat ein Jirachi, Amazing Rare und ein Empoleon aus Cosmic Eclipse. Der alte Pinguin schwere Lüder, ne? Aus Holen Fan. Hier. Alte hat einen Celebi Goldstar aus EX Holo und Phantoms. Ach ne, gar nicht. Ist der Crystal Guardians. Ja, schaut es euch gut an, bevor sie jetzt wieder verschwindet und weg ist es. So, kann man noch mitmachen? Ich habe meinen Durak First Edition. Ja, wenn du das heute noch hierher kriegst, dann können wir das noch mit einschicken. Ansonsten schwierig, aber du kannst immer bei uns gerne einschicken. Check mal www.pokegeodude.com ab, da kannst du immer Karten einsenden. Pokegeodude! Was ich hatte hier, was macht ihr noch alles für Boxbreaks? Einige, wir haben noch, also ich sag natürlich nicht alles, weil wir announcen das immer samstags nach den Boxbreaks. Also jetzt kommt ja erstmal das coole Fossil Opening. Danach kommt irgendwie Neo, haben wir glaube ich auch noch geplant, oder? Marvin tanzt da ein bisschen. Dann haben wir auch noch Base-Set, machen wir auf ein Base-Set, ein englisches Unlimited Base-Set. Vielleicht machen wir noch Gym Heroes First Edition auf. Vielleicht, auf jeden Fall wollen wir noch ein Base-Set German First Edition aufmachen, aber da wollen wir uns erstmal hinarbeiten. Und natürlich machen wir auch noch ganz viele Fortnite-Let's Plays und werden auch Evolution noch ohne Ende aufmachen. Und Minecraft. Und Minecraft spielt auch den nächsten. So, Erik. Erik hat drei Karten für uns. Charizard V-Max, Charizard V und Charizard... ist das Cracked Ice? Die Cracked Ice Holo Version aus den Tins. Nee, aus den, wer ist das? Aus den Themlex von Vivid Voltage. Auch sehr coole Karten. Es kommt hier. Neo Japanisch, ja. Neo 1. Vielleicht. Jedenfalls haben wir, aber immer noch vielleicht. Wir haben, wir noch mal zu behalten. Wir müssen mal gucken. Julian haben wir hier. Julian hat D.D. Die Krähe. First Edition aus EOTD. Eine sehr coole Karte, auf jeden Fall ein cooler Holo-Effekt. Sehr gut, eine Metallkrähe. Ja. Tanja haben wir jetzt hier. Tanja, Garados, Goldstar aus EX Holo Phantoms. Und ein Pikachu, der Goldstar aus EX Holo Phantoms. Hier gehst du gleich mit drauf. Die D.D-Krähe ist unglaublich nice. Ist die teuer, die Karte? Das ist eine richtig, also auch auf den Set jetzt, was ich hier hatte, ROTD, glaube ich, war das. Return of the Miner oder so. Jedenfalls haben wir hier Manuel. Manuel hat ein Blastoise Shadowless, wie ihr seht. Die Farbgebung ganz anders als bei den europäischen Karten. Sehr gut. Oh. Und hat ein paar Sportkarten hier reingemogelt. Das haben wir hier Panini. 2006 World Cup Edition, einmal Zinedine Zidane mit seiner Schädelwumme, Thierry Henry, der alte französische Stürmer, und Wayne Rooney, der, ja, der Stürmer, der rote Glatzkopf, ne? Mittlerweile. Hat er eine Haartransplantation? Ja, war er bei Elite Haartransplant? Ja. Aber hoffentlich hat er einen Reflink für mich. Bin ich schon fertig oder was? So! Die Krähe kostet 260 Tacken. Ja, jetzt haben wir Lukas nochmal. Lukas hat ein Gilted Drake. Jafquartz. Ja, Gomorz Will und Savanne. Magic Karten hier drei von uns. Da habe ich die Preise gesehen. Die kosten schon raw über 300 Euro teilweise. Ja. Auch die, davon habe ich immer die Raptor-Karte. Weil für ein Raptor mit einem Hemd da drauf ist.
Oh, hier oben sind wir voll weiß, ne? Die haben das Sonnenschein. Mit Dunkel lässt sich gut dunkeln. Das Doppelan hätte ich gerne. Ja, lass mir deine Adresse zukommen, schicke ich direkt raus. So. Na ja, ich habe einen Meckern. Oh. Uns geht's gut. Wie geht's dir, Pyromavi, mein Freund? Du bist ja leider Opfer geworden von der Streichung des Prio-Services, ne? Wir erinnern uns dunkel. Ja. Auch besser. Und nach hinten muss wieder. Ja, genau. Uns wurde heute ein Bisaflor Topsa mit fehlenden Nummern geschickt. So, es geht weiter. Lass einfach machen, oder? Der Julian hat auch was ganz Besonderes jetzt hier endlich für uns. Der Julian hat hier einen Boxstopper. Als Julian hat hier einen Mega Bisaflor EX aus Evolution. Venusaur und Snivy aus Cosmic Eclipse, das gleiche hier nochmal als Promo-Version. Jetzt hier auch diese aus den VMAX Starter-Sets, die ist Bisaflor oder Mega Bisaflor, Bisaflor EX, also hier ein Bisaflor Collector, würde ich beinahe behaupten. Celebi Bisaflor, Celebi Bisaflor, Bisaflor und Serpifoy und so weiter. Der hat nur Bisaflor. Der ist die Bisaflor-Army hier. Relolex giftet einen Tier 1 Sub zu My Frosty. My Frosty! Myra Frosty, das ist doch der Sichlor. Das ist doch der Sichler-Typ von. Danke. Der Express-Einsender von November. Sichlor Master, Skyfer, Rock. Naja, jedenfalls hier ordentlich, wie ihr seht, Bisaflor ohne Ende. Jurut Beste bleibt weiter so. Genau. Und ein Boxtopper. Genau. Ein Boxtopper aus, ja, Skyrush ist das, ne? Echt cool aus, das. Da steht sogar ein Pokéball drauf. Das kleine Detail hier, Pokéball. Weiß das Ding. Euer Sechlor-Boy, ja, sag ich doch. An die OG-Einsender kennt man sich natürlich immer. Erinnert man sich immer gerne und. So. Jetzt kommt hier Brian. Brian hat hier eine Reihe von wilden, sehr wilden Sportkarten für uns. Das Ding hinter mir, das hat Ed Pokeframes bei Zeus gemacht. Der hat uns damit auch. Hier ist auch ein ganzes Chart, da hängen alle PSA 8er, alle Holos an der Wand. Sieht man aber, wenig. So, hallo Chat, hallo PokeGeodude, was ist der Unterschied zwischen Subgrades und Normalgrades bei PSA? Also, hab ich eine BGS-Karte hier? Nö. Es gibt ja die BGS-Karten, stellen wir uns vor, das ist eine BGS-Karte, dann steht hier oben ja, da würde stehen BGS 9 zum Beispiel. Und wenn du ohne Subgrades, wenn du mit Subgrades boost, steht hier noch ein David Centering, dann hier Edges, da Corners und da Surface. Wenn du das nicht buchst, steht das nicht drauf. Wenn du es buchst, steht es halt drauf. Erhöht wahrscheinlich den Wiederverkauf mit deiner Karten um ein Vielfaches, irgendwann mal. So, Jasmin Bura, guten Abend. Machen wir weiter hier. Wir haben Panini Prism Kobe Bryant von den LA Lakers von 2018. Dann haben wir eine Panini Absolute Football Karte von Justin Herbert. Hier noch eine Kobe Bryant. Rookie of the Year. Sicherlich wisst. Hier noch Tom Brady MVP Karte von den New England Patriots. Wahrscheinlich auch da auch mal wieder den Super Bowl gewonnen, wie des Öfteren, sage ich mal. Und hier nochmal Kobe Bryant, Panini Prism von den LA Lakers, auch aus dem Jahre 2015. Und hier noch eine ganz wilde Karte. Eine Panini, nee. Mal gucken. Panini doch. Panini Franchise Gold Karte oder Black Gold Karte. Von Tom Brady, Rob Gronkowski und Julian Edelman. Edelman. Julian Edelman heißt der. Geile Karten. Boah, jetzt geht's hier richtig ab. Jetzt kommen die ganz wilden Karten hier, Leute. Hier haben wir Omnimon, ein Digimon, Freezer, Emperor oder Eroberer des Universes 7 und nochmal super, nee, Universe 7 Saiyajin Prinz Vegeta, sogar hat er Vegeta sogar unterschrieben. Ja. Ist der Vegeta extra aus dem Comic rausgehüpft und hat hier mal eine Unterschrift da gelassen. Ja, auch sehr coole Karten, gefällt mir. Nicht zum ersten Mal. So, jetzt geht's los, Nick mit 36 Yu-Gi-Oh! Karten. Also an alle Yu-Gi-Oh! Fetischisten, schnallt euch an! Jetzt kommen auf jeden Fall 36 Stück. Gehen wir mal durch. Haben wir mal Slifer, den Himmelsdrachen aus der Legendary Collection 1. Dann haben wir den geheimnisvollen Ritterjoker, antiker Feendrachen aus Adventskalender 2011. Schwarzer Rosendrache, auch aus dem Adventskalender 2011. Machen wir das mal so. Den blauäugigen weißer Drachen aus CT. Schade, hab ich vergessen, wie das heißt. Hier schon wieder Legendary Collection auf Italienisch.
Adazino, die Fuoco Blue, Cypher the Sky Dragon, Mystische Tomate, Magic Drain, The Winged Dragon of Ra, Elementarheld Sparkman. Hört sich an wie so ein amerikanischer LKW-Fahrer. Der Elementarheld hält Sparkman. Der fährt immer von Alaska runter nach, weiß nicht, Mexiko. Ja, Frosty, mir geht's gut, danke. Wie geht's dir? Ja, das sind meine Bisaflors. Ja, ist doch geil, wie viele Bisaflors er hat. Feier ich richtig. Lama 0101, danke für dein Follow. Stripe Size, ebenfalls ein Follower jetzt. Freut mich. Sparkman Unlimited. Genau, das ist eine Serie. Auch bei der dazugehörige Netflix-Serie aus Sparkman Unlimited. Seid LKW-Fahrer. So. Dunkler Magier, wer kennt ihn nicht? Dann haben wir The Forceful Sentry, ägyptischer Götterschleim. Hier, italienische Karte wieder. Der schweigsame Magier, der erzählt sicherlich nicht so viel. Der Legendary Collection. Ja, auch MP, erste Auflage. Mystisches Ungeheuer. Meister Cerberus. Ein Pantherkrieger, die kennt sogar ich noch aus der Serie von damals. Drago, Tecnio, Nero. Obeliske, der Schreiner, wer kennt ihn nicht? Der geflügelte Drache von Ra, auch nochmal in Germany jetzt hier unterwegs. Götterstein brauche ich noch, ja. Ja, auch sicherlich. Galaxy Soldier. Hier ist wieder ein Sternstaubdrache aus Adventskalender 11. Das ist mir, Adventskalender 2011, das ist mir im Gedächtnis geblieben, als ich die Listen erstellt habe. Hier, Legendary Collection Joey, irgendwas, glaube ich, heißt das. Obwohl ist der Peiniger auch wieder Legendary Collection. Wieder Adventskalender 2011, eine Karte über Kopf. Der Blue-Eyed White Dragon. Auch am Start. Und scharf das Bild jetzt hier gerade. Wollen wir das Bild scharf stellen? Der Barrel Dragon, Gift, Lady Apia, Edel Erzunterwälder, der Blitze, der geflügelte Drache von Ra im Kugelmodus, also wenn er Buffet gegessen hat, und Ace of Despair. Sehr coole Yu-Gi-Oh! Karten, Nick, danke für deine Einsendung. Ja? Okay. Oh, Tobias hat auch 5 Karten für uns. Ja, hat ein dunkles Turok First Edition in Holo, ein dunkles Nurok First Edition Holo, dunkles Raichu First Edition Holo, also alles hier Team Rocket First Edition. Alle großen Big Banger sind dabei bei ihm. Auch Fabian hat einen Big Banger für uns. Shining Fates 2021, Nurok V-Max. Ja, der Johannes, der kann glaube ich nicht mehr, ne? Er sucht jetzt seine Kraft. Magic Redhead, also sicher, es sind auf jeden Fall noch 8 Booster, glaube ich, da, ne? 8. Also du kannst noch nachkaufen im Moment hier. Evolution Pre-Release auf Deutsch hier sogar. Mewtwo. Sehr geile Karten. Blurak auch aus Evolution, aber keine Pre-Release. Mewtwo ist richtig selten, glaube ich. Sehen. Ja, auch vom Blocksbreak von letzter Woche. Der Tabak hat auch einen YouTube-Channel und Instagram und alles, ne? Auch mit 60.000 Followern und so weiter. Hat auch gezogen. 2 Packs hat er gekauft und er hat er bei uns gezogen. Rocket Zapdos und Giovanni ist nieder. Mit Swirl. Hey. Benny, hi. Wann kommt das PSA-Video vom März oder macht ihr das auch im Stream? Das PSA-Video wird nächste Woche abgedreht. Wir machen alles immer im Stream. Dann haben wir das schon mal so geil aufbereitet da, weil wir finden das cooler mit euch so ein bisschen zu interagieren. Auch wenn natürlich wir die Karten letztendlich auch nur vorstellen. Finden wir es dennoch cool, wenn wir so ein bisschen auf den Chat eingehen können. Das ist nicht so langweilig für uns. Weil wenn wir nur Videos filmen, dauert das auch immer 6, 7, 8.000 Stunden. Nicht so cool. Das Video wird auch nochmal, der Stream wird aufbereitet, zusammengeschnitten, bis YouTube ein paar Wochen, Tage, Minuten später. So, was war noch eine Frage, wie viele Booster? Jetzt haben wir den Alexander für uns. Alexander mit 4 Karten einmal. Okay, das ist eine Moonprobe, Monte Carlo, VMAX Secret Rare, Mewtwo aus Unbroken Bonds und Dunkles Garados auch aus Rocket. Und noch eine Karte von Robert. Robert hat auch noch einen Lurak für uns. Es ist hier schön hell hier, Mami. Robert hat auch wieder einen Lurak für uns. Aus Shining Fates von 2021. Tada! Ne? Gerne her, die. Benutzen, sag ich mal. Meinung zu den GB Promo Dragonite. Ja, coole Karte. Hol sie den PSA 10. Hast ein gutes Investment für die. Auch gekauft. 10? Ja. Haben wir auch gekauft. Ich krieg mittlerweile schon gar nicht mehr mit, was Marvin alles kauft. Ja, leichte. So.
André hat ein Hypno für uns. Ein Hypno aus Fossil First Edition Holo-Version. Sascha hat ein Stahl aus Genesis. Limog, das, was ihr am Samstag alle nicht ziehen wollt. Ein Pixie, Dragora, Nidoqueen, Zapdos, Utalandra EX aus EX Deoxys, Rayquaza aus dem gleichnamigen Set, ein Relaxo First Edition und ein Psyana aus Neo Entdeckung First Edition. Ja, Relodex, ich will dir die ganze Zeit RP geben, ich weiß aber nicht, wie das geht. Mod, ihr Mods, macht mal eure Arbeit und macht mal Relodex zum VIP. Ich weiß auch nicht, was VIP bringt, aber er kann gerne VIP werden. Das kann nur ich machen. Okay, ich klicke jetzt. Wie geht denn das? Meine Kinder, erklären wir da. Hier, Großvater ist jetzt ein Poké-Geodude. Willkommen im Team bei der geilsten Community der Welt. Er ist ein steinharter Typ. Echt wirklich steinhart? Ja, Großvater steinhart. Mutschner ist ganz einfach. Wir kaufen Karten einfach immer auf eBay oder so. Kaufen einfach Karten. In Amerika lassen sie zu... Und Dienstleister schicken die rüber. Also wir lassen die auch voll deklarieren, weil wir ja so viel Umsatzsteuer mittlerweile zahlen, dass uns Zollkosten egal sind, weil wir die absetzen können. Sonst ist easy shopping da, sage ich mal. Das ist als Privatperson nicht so einfach. Das ist leider das Problem, das wir früher auch hatten. Jetzt haben wir den Martin. Hier, Martin Wirz. Du hast vorhin gefragt, ob du dabei bist. Martin Wirz, du hast einen Zapdos eingeschickt. First Edition aus Fossil. Ein nicht glitzernes oder kein Holo. First Edition und noch ein Zapdos, was auch kein Holo hat, auch aus Fossil in First Edition. So, ich mache noch mal ein paar Fragen. BGS Express-Karten schon gezeigt. Ja, haben wir. Kommt noch eine PSA-Submission. Also wir werden sicherlich noch mal zu PSA schicken und wir werden auch noch Videos für abdrehen. Der März-Einsendung. Frag mal Marvin, ob mein Charizard schon da ist. Ach so, ja, es ist. Ja, ist da, aber noch nicht in Deutschland. Wenn nur das Centering vorne links, rechts off ist, kann es dann noch eine 10 werden? Falls ja, ich habe ein. Falls ja, dann habe ich einen PSA 10 Contender BB Pro. Ja. Ja, ist die Frage, wie doll das Off-Center ist, ne? Bei PSA gibt es ein Verhältnis. Wenn es wenig ist, geht das noch klar. Wir haben auch sehr Off-Center teilweise schon gehabt. Charizard. Das ist auch. Also bei Centering ist PSA nicht ganz so streng. Oh. Tim mit vier Karten. Aus hier. Neo Discovery, also japanischen Neo 2 ist das, glaube ich. Espeon, Lugia aus Neo 1, Relaxo und Dragoran. Immer gerne, mein lieber Freund. So, Daniel, zwei Karten für uns. Einmal die Vögel in der Goldversion aus Tech Team X und aus Shiny Star wie das Glurak oder Charizard V-Max Secret Rare. Der Daniel hat noch ein Endinalos. Ein schwarz-grünes Endinalos V aus Shining Fates. Der Mammut. Der Mammut, Ehrenbruder Mammut, hat auch für uns ein Shiny Star wie Glurak V-Max. Timo kommt auch mit 7 Karten um die Ecke. Hat ja ein Tyranitar aus Neo Discovery, sogar First Edition. Sieht man auf schwarzen Karten aber ganz schwer. Auch auf den Hundemon und auf den Hundum sieht man das auch nicht so gut. Suicune aus Aquapolis. Ein Arctos First Edition. Gleich kommt die GB-Promo übrigens. Dunkles Turtok First Edition. Kikli, dunkles Machomai. Finde ich übrigens das schönste Machomai. Artwork von Machomai. Hier mit 12 sogar. Sehr cool. Hier kommt Team Rocket First Edition auf Deutsch noch. Der Adrian. Cool. Haben wir neue Emotes? Haben wir einen Geodude mit Hut auf? Das ist ein Geodude mit Hut auf, voll geil. Der Adrian hat ja einen Summer Center wie für uns. Summer Center wie, voll geil. Coole Karte in Gold. Der Nico. Der Nico auch schon ein ewiger Einsender von uns hier. Er hat ja, da weiß ich sogar die Sets von den Karten. Also Nico hat hier zwei Yu-Gi-Oh! Karten für uns, für BGS vorbereitet. Zeitzauberer aus Metal... Wie heißt das? Metal Raid? Ich wusste nicht, wie es heißt. Metal Raiders oder so, ne?
Und ein Gaia zornige Retter aus Legends of the Blue-Eyed White Dragon. Erste Auflage. First Edition. Achso, der übrigens der Zeitzauberer, der Time Wizard, ist auch erste Auflage. Hoffentlich unten erkennen kann. Metal Raiders heißt. Naja. Der Gökhan. Gökhan kommt. Na, Aerodactyl Pre-Release Gold Stamp. Magneton First Edition Holo-Version und ein Lavados auch eine First Edition Holo-Version. Auf Fossil von 1999. So, jetzt kommt der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Hier kommt die GB-Promo. Ja, hier ist die GB-Promo Dragonite. Die japanische, genau. Und ja, also es wird keine PSA 10. Wie bitte? Das wird keine PSA 10, das wird so Richtung BGS 6, 7, 8 gehen. Ach, wahrscheinlich schon so hoch. Aber sieht cool aus, ne? Auch schon. Das ist ein Swirl. Kein Swirl dabei, aber Holofrui. Gefällt uns sehr gut, diese Karte hier. Jetzt kommt der Matthew. Der Matthew hat hier ein. Das ist Tom Brady. Ne? Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady. Ja. Von 2020 Panini Contenders Football. Super Bowl hat den Super Bowl gewonnen. Ich habe übrigens getippt, hab recht gehabt. Wir haben den Super Bowl zusammen gesehen mit Hoodie MT. Hoodie MT hat getippt auf. Wie auch immer die anderen hießen. Ich habe gar keine Ahnung von Football. Ich habe einfach gegen ihn gewettet, 200 Euro. Man sieht, Knowledge hat gewonnen. Kansas Chiefs. Bitte sehr. So. Dann haben wir hier noch ein von Manuel wieder. Ein First Edition Magnetum aus Fossil. Magic Red Hat. Ich erwarte eine plausible Antwort in 2 Minuten. Spannend an deinen Lippen. Was war denn die Frage? War die Frage wichtiger, dass du die Bundesliga vergisst. Einfach immer gegen Hoodie wetten, ist immer Win. Ja, hab ich mir auch gedacht. Und auch seine Küche leer gefressen, habe ich auch. Beim Gewinn auf ganzer Linie. Noch Alexander haben wir hier. Alexander mit 4 Karten. Relaxo First Edition. EX Crystal Guardians. Pre-Release Bitter Floor. Legend Maker Aerodactyl Holo Version. Und ein EX Power Keepers Wander in der Holo Version aus 2007. Der Maximilian mit einer Reihe. Basa. Der Fabian hat ja auch noch 4 Karten für uns. Geht das ab jetzt hier? Der Fabian hat ein Keldeo Holo-Version, Solgaleo GX, Turtograph Foil und ein Imperator aus Hardcore Soul Silver. Johannes. Jetzt kommt der Johannes. Johannes hat für den Pikachu VMAX, Secret Rare aus Voltage und ein Hirachi aus. Eine Hirachi Amazing Rare aus Vivid Voltage. Das ist Reverse, nicht Pre-Release. Ist bei diesen ganzen Sets immer dieses Setnamen mit im Holo drin? Ist das im Reverse dann? Ich dachte, was sind. Jedenfalls haben wir hier Hendrik. Hendrik mit einem Gengar First Edition aus Fossil. Hier auch einer von den Einsendern. Ne? Hier auch einer von unserem Boxbreak von letzten Samstag. Ein Gengar mit Riesenswirl haben wir in ein Pristine oder Black Label predicted. Gucken, was passiert. Sehr schöne Karte auf jeden Fall. Aufgucken. Es kommt der Christopher. Die Karte war nie aufgehoben. So, der Christopher mit einer Karte, ein aus dem VMAX, aus dem Starter-Set, VMAX Starter-Set, Charizard, das Charizard. Bye. Und der Lukas. Lukas hat hier aus Shinies da wie ein Kyogre oder 2, 3 Kyogre sogar. Ein Rayquaza aus Vivid Voltage, Lurak und 2-mal die Kanazawa. Und Pikachu. Bei der EX-Reihe sind die Reverse-Foils mit Z-Namen und wenn es eine Rare ist, mit Goldschrift. Ah, cool. Du hast gelernt. Danke dir. Hoffentlich hat das der Chat auch gelernt. Weil der Auftrag erfüllt hier wieder. Jetzt haben wir den Marius. Einer Championship-Karte. Lurak hier aus EX Dragons, oder? Yes, hohe Version. Der IAS mit 8 Karten dabei. Lurak VMAX aus Shiny Star. Ne, gar nicht aus. Shining Fates, 1, 2 Mal, Lurak VMAX, noch ein Lurak aus Champions Path, das weiter und noch 2-mal Lurak V aus Champions Path und 2-mal die Promo dazu. So, jetzt kommt der letzte bei BGS Upgrades für heute. Da haben wir den Stefan, 10 Karten, alles Magic Karten.
Auch ich habe beim Recherchieren herausgefunden, alles teure Karten, alle über weit, 100, über weit über 100 Dollar. Da haben wir hier das Buschland, Metalworker in der Vollversion, Serras Heiligtum, Tundra, Ödland, die Masuri-Königin, Diamantmox, Gaeas Schloss, Groß meine ich, Tropeninsel und nochmal Diamantmox. Tada! Das wären alle Karten BGS Sub gewesen. Ich weiß, hier in ein oder anderem Kanister. Es ist dabei, Blasthäus. Du hättest den Streamer früher anschalten müssen. Dann hättest du jetzt noch gesehen, dass du dabei bist. Ich wollte sie nur noch mal zeigen. Mein Freund. Kuss, Kuss geht raus. Und ja, jetzt geht's mit ohne Subgrades weiter. Nochmal 1,5 Kissen und dann sind wir auch schon durch für heute, meine Kinder. So. So, ach, endlich wieder Musik hier. Ein Pokégido und wieder ordentlich hinrichten. Walla, kauf dir lieber selber ziehen. Ich habe auch schon aufgegeben. Kurze Frage: Hatte eben mitbekommen, in Fiete beim Prügeln auch. Ja, machen wir auch Tingle Tangle Bob. Machen wir auch Tangle Bob. Jo, stimmt, hast recht, Pro. Machen wir aber auch. Wie geht's dir, Magic the Redhead? Gut, dein Blend Charizard ist angekommen.
Ja, mal klär das mal hier auf Social. Da wollen Boxen kaufen. Gut, ich mache hier ein bisschen Bespaßung mit euch. David Main, ich weiß nicht, was angekommen ist. Ich kann ja mal in den Shop gucken. Poke Judo. Poke. Sieh da, dein Glurak ist dabei, soll ich sagen. Manche haben einfach kein Glück beim Ziehen. Poke Pros X, ich habe auch kein Glück. Ich verliere auch immer alles. Also ich habe schon so viel reingeballert und trotzdem nie was gewonnen. Ich kann da mal kurz den Talk wieder machen. Bin ich ja. Wo habt ihr die ganzen... Wo habt ihr denn die ganzen... Emotes her? Ich hab die gar nicht. Das heißt VM. So, man kann sie auch... Wer ist das denn? So, Mike. Let's go. No-Sub. Na, jetzt kommen gleich die No-Sub-Sachen. Also auch da, Leute, seid bereit auf eure No-Sub-Sachen. I'm ready to go. Bin noch 8 Booster übrig für den Boxbreak am Saturday. Und wir hoffen, dass wieder so viele zuschauen wie letztes Mal. Ist der auf Instagram mit Sinan? Okay, Sinan. Was soll sie? Oh, PSA hat geschrieben. Soll ich mal gucken, was bei PSA passiert ist? Unfortunately, thank you for your order. Your order has been processed. Bekommt ihr immer noch, wir bekommen nicht mehr so viel. Also früher hatten wir immer 60 bis 100. Aktuell ist es so, dass wir immer so 20 bis 40 bekommen. Pakete. Ah! Trilux, Sachen! Aber ist sie schon zurückgekommen? War das unser? Ist das? Ah. Sachen. Ja. Vom 18.01. PayPal lassen wir aktuell weg, weil PayPal uns nicht supporten möchte. Ich weiß nicht, wir haben immer die schlimmsten Probleme mit allen Sachen. PayPal Markus nicht. Wegen das Problem ist mit PayPal, die erwarten immer, dass wir. Nein, hier, ja, du ist noch nicht. Die sind gerade. Ich guck gerade mal den Status nach. Warte, jetzt PayPal kommt. Also, wir können noch mit PayPal zahlen. Wir haben noch einen PayPal-Account, wenn ihr unbedingt wissen möchtet. Wenn ihr unbedingt mit PayPal zahlen wollt, könnt ihr es gerne machen. Müsst ihr uns auf Instagram anschreiben. Aber aktuell bieten wir das nicht an, weil PayPal einfach doof. Die wollen nicht mit uns arbeiten, weil wir den Vertrag nicht innerhalb von 6 Monaten abschließen können. Ist ja auch klar, wenn ich PSA-Karten versende, dauert es mittlerweile bis zu einem Jahr, bis sie wieder zurückkommen. Und das möchte PSA nicht, PayPal nicht, was ich auch verstehe. Deswegen dürfen wir keine PayPal-Zahlung annehmen, sonst werden wir gebannt. Oder zumindest gesperrt. Olto95, VG Erwarter, da warten wir noch auf unsere Einsendung. Die sollte hoffentlich nächsten Monat kommen. Dann haben wir auch 3 Monate gewartet und mal gucken, ob das so alles klappt, wie wir uns das vorstellen. Watter oder VGA ist ja gerade dabei, auch eine neue Webseite zu erstellen. Ich das, wie ich hier bin. Ja, also natürlich, ich verstehe die Leute, die mit PayPal zahlen möchten. Die sind nicht.
gehe mal von aus, dass wir genug Referenzen haben, dass wir nicht als Scammer durchgehen, hoffe ich mal. Ich meine, ich verliere auch mein Gesicht dann höchstwahrscheinlich. Aber ja, also jeder, wenn er Lust hat, PayPal zu zahlen, kann auch PayPal zahlen. So, die PSA-Website ist natürlich hammer langsam gerade wieder, wie ich gerade merke. So Leute, noch 2 Followers auf Instagram, dann haben wir die 7000 Followers. Noch zwei. Und wenn ich so mache, 4. Mpappel 91. Express Plus geht auch erst in den 19 Tagen raus. Also wenn du jetzt mit Express ansendest, dauert es leider auch wieder 19 Tage, bis wir die raussenden. Wir müssen immer eine bestimmte Anzahl haben. Wenn wir zum Beispiel insgesamt nur eine Expresskarte hätten, was wir zum Glück nie haben, dann lohnt sich das für uns gar nicht, den ganzen Aufwand und alles, die loszusenden. Ja, also die PSA-Seite geht gerade nicht. Zumindest haben wir gerade ganz viele E-Mails bekommen, dass ganz viele Karten gerade bearbeitet wurden, was immer sehr gut ist. Und ich freue mich schon, wenn die Karten von Trilux, von Dalukart wieder da sind, denn dann werden die höchstwahrscheinlich auch auf deren Streams vorgestellt. Und ich erhoffe mir so ein paar 1, 2, 3, 10er vielleicht, dass sie sich auch freuen. Man muss auch immer sagen, es ist etwas Gamble, bei Pokeref und sowas mitzumachen. Ist bei den nicht-japanischen Boxbreaks. Moin zusammen, wurde bestimmt schon oft gefragt. Wie schaut es bei PSA Economy aus, wenn eine Karte von X, Wert von X überschreitet, werden dann noch 5% vom letzten Verkaufspreis an Gebühren zurück? Nee, gar nichts. Es ist alles all inklusiv bei unseren Preisen. Da musst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Randrup, suchst du noch irgendwas? Ja, Mike baut gerade hier alles auf. Randrup, da gibt es kein Video zu. Watzen, eigentlich müsste das gehen, dass deine Passwort zurückgesetzt werden sollte. Kann aber auch nochmal gucken. Ja, ich glaube, ich hätte keine Werbung für unser Login-System machen sollen. Wir kriegen, glaube ich, am Tag mittlerweile 500 Nachrichten, dass dass das Tracking nicht funktioniert. Es funktioniert auch nicht. Ist noch nicht fertig programmiert. Nee. Morgen werden die Karten nicht da. TV, wir machen ein Fossil auf. Wo ist das Fossil? Hier liegen. Das machen wir auf. Falsch rum. Das machen wir auf, Leute. Wieder 60 Booster. Es geht ab. Alle wollen das Mew und Dragoran haben. Was ist eigentlich die teuerste PSA-Karte, die jemals verkauft wurde? Glurax ausgeschlossen. Ich glaube Pikachu Illustrator. Illustrator Pikachu. Glaube ich. Meine Lieblingskarte ist immer unterschiedlich von Runes, ja, man muss drauf zahlen, weil wir müssen den Service upgraden, wenn deine Karte 20.000 Euro. Die meisten haben aber solche Karten nicht. Wo war die Frage? Pikachu Illo, ja, hatte ich auch. Deine Lieblingskarte, es kommt immer auf das Set an. Wenn es Space Set ist, ist es die Holo, die schönsten Holos finde ich. Mahomai und Lurak im Base-Set und Non-Holo finde ich ganz klar Dragonir und Abra. Deine Lieblingskarte aus deiner Sammlung? Aus meiner Sammlung. Ja, da ich fast nur Charizards habe, aber ich finde von Hidden Fates diese drei Birds, also die Baxter Promo-Bird-Karte, am schönsten. Sagen. Sehr, sehr gut. Ist natürlich nicht so viel wert, aber bei mir geht es nicht um Wert. Wenn ich die wertvollste Karte, nehmen würde, ist es höchstwahrscheinlich meine Legendary Collection Karte. 11 oder 12? 12 mal, ne? Ich glaube 12 mal auf der Welt. Was hältst du von den McDonald's Jubiläumskarten? Finde ich sehr, sehr gut. Auch schwer Mint-Karten da zu bekommen, weil die meistens echt nicht gedruckt wurden. Aber wenn du Mint-Karten hast, wir haben jetzt zum Beispiel, glaube ich, irgendwie General Mills Sachen haben wir alle geöffnet. Ich glaube, 50 Stück gefühlt und haben nur 5 Karten eingesendet, weil der Rest alles scheiße war.
Muss man drauf zahlen, wenn eine Karte beim Economy Grading einen Wert von... nein, musst du nicht. Musst du nicht. Also alles über 1000 Euro muss man... Ja, also 8 Euro oder so. Also wir haben mehrere Karten, die heftig waren. Also wir hatten schon ein paar Mal Shadowless First Edition Charizard. Das war schon was Heftiges, aber das Heftigste war höchstwahrscheinlich die Sportkarten. Wir haben ein, zwei Leute, die haben eine Sportkarte, die ungegradet, wir sprechen von ungegradet, von 1,8 Millionen Euro wert ist. Ungegradet. Und wir haben jetzt einen Einsender, der hat eine MPP-Karte, die limitiert auf 5 ist, aus Euro 20. Das war Euro war 2020, ne? Ja, ja. Diese Euro jetzt hier, 2020 MPP Goldkarte, die geht auch schon alleine ungegradet von 20 bis 30.000 Euro. Ja, mein Lieblingsset ist das Legendary Collection Set. Ja, 1,8 Millionen Euro, ja. Ungegradet. Und das war, und die lustige, die PSA-1-Karte ist für 1,8 Millionen Euro weggegangen. Wo haben wir denn Stock X? Guck mal, Leute, ich wusste das gar nicht. Wir sind bei Stock X. Ja, wir sind bei Stock X. Ein Artikel über Stock X, über Pokémon-Karten wurde geschrieben. Ja. Und dann zitiert hier die Dame Marvin die ganze Zeit und dann kommt noch ein Foto von Marvin. Das ist ein Foto von Marvin. Ja. Das bin ich. Ja. Verdient. Verdient. Ja, das ist der Marvin. Sexy. Stock X. Ja. Oh Mann, ey. Nein, Spaß. Ja, Collective Fuchs hat das. Eigentlich müsste Appreciated Collective Fuchs. Let Runes 999 Dollar ist das der maximale, ja, maximale Declared Value. Also du sendest eine Karte ein, das ist zum Beispiel Charizard. Da kommt natürlich immer auf den Zustand noch drauf an, aber wenn du siehst, das ist eine Mint-Qualität, dann kannst, musst du einen anderen Service nehmen. Omen, nein. Farbron James, nein. Können wir, die kommen nicht direkt zu dir nach Hause, die kommen erstmal zu uns, weil wir die ganzen Zollsachen machen müssen, dann kriegt die. Raiko, Legendary Collection, warum ich die so feier, weil die Hammer selten ist. Die Base-Sets natürlich, man sagt ja auch vom Legendary Collection S3. Und ich finde die Refoils hammergeil und alleine die Box finde ich ziemlich geil. Und ich finde es geil, dass die Charizards sehr, sehr wenige PSA 10er auf der Welt gibt. Also die Pop-Rate ist einfach gegen null fast. Deswegen finde ich die so schön, weil die hat keiner fast. Könnte man auch, ja, man kann auch Fortnite-Karten einschicken. Kann man auch. Wir sind auch am Überlegen, ob wir nochmal in andere TCGs investieren, zumindest mal reinbuttern, die uns gefallen. Uns gefallen Yu-Gi-Oh!, aber Yu-Gi-Oh! Ist auch schon allgemein sehr teuer. Wir sind jetzt überlegen, ob wir in Minecraft reingehen, TCG Minecraft oder in Fortnite. Genau. Wir wissen es noch nicht. In Fortnite, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, Neosets finde ich auch schön. Ich habe mich letztens in das japanische Expeditions verliebt. Ja, Dragon Ball finde ich auch nicht schlecht. Von den Artworks finde ich Dragon Ball und Yu-Gi-Oh! Am schönsten. Ein Little Pony TCG. Nee, es ist 44,99 kostet mit Subgrades. Also, bei mir geht es immer so, wenn ich was feiere, Playmobil TCG. Lego gibt es ja auch. Aber wenn ich immer was, es muss, also bei mir ist es nicht immer nur pures Investment, muss man sagen. Es ist immer so eine Sammelleidenschaft. Also, wenn ich Minecraft Hammer geil finde und den Sinn dahinter sehe, diese TCGs zu sammeln, das geht nicht immer nur ums Geld. Finde ich zumindest. Aktuell ist es leider so bei Pokémon. Sehr viel wollen damit Geld verdienen, verstehe ich auch. Kann man easy Geld machen aktuell. Aber bei mir ist es immer noch so der Sammelfaktor. Ich finde Dragon Ball ziemlich, ziemlich nice. Aber auch Yu-Gi-Oh! Ich finde bei Yu-Gi-Oh! Nur doof, dass die Karten so klein sind irgendwie. Aber ich finde auch, ja, positiv,
Vor- und Nachteile hat jedes TCG. Minecraft finde ich auch ziemlich cool, aber man muss immer gucken. Ich muss mir die Karten nochmal genau angucken. Habe leider kaum Zeit, mir neue TCGs mal anzugucken. Ja, Markus, ja. Muss man selbst entscheiden. Also Fortnite, weiß nicht, bin ich auch nicht so ein Fan von. Minecraft finde ich auch schon wieder lustig, aber ich glaube, ich gehe Richtung Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! Sowas in den Dreh. Wo auch so eine Community, ja. Wo so eine Community noch hintersteckt. Meine Gott, meine Gott, mein. Was du noch? Ach so. Was? Ja, lass los. Was muss man beim Zoll zahlen, wenn die... kommt drauf an, was der Value declared ist. Die Geld. Wir haben auch schon 30.000 Euro gezahlt. Pick, ja, in jeder Booster ist eine Holo drin. Und bei dem Zoll 250 pro Pack. Bei jedem Pack, ja. Bei dem Zoll ist es eben so, wir können das fast 1 zu 1, die Einfuhrumsatzsteuer können wir einfach umlegen. Wir zahlen so viel Umsatzsteuer, dass es uns interessiert. Also man kann natürlich eine passive Veredelung alles möglich machen, das wollen wir einfach gar nicht. Der Aufwand. Let's get ready. Genau, Pick. Also wir machen es auf und dann zeigen wir das auf den Stream. Und dann setzen wir die Karten zu. Genau. Kann ich ein First Edition Base Display für 17.000 Legit kaufen? Nö. So, ich fange mal an hier. Jetzt sind wir gerade bei dem BGS No Sub. Da haben wir als erstes diesen guten alten Maximilian. Articuno haben wir, Raichu, Arctos, Rettan, Zeper, Seemon, Ammonitas, Amoroso, Anton, Georock, Golbat, Slimer und Smog. Nein, ihr müsst, alles ist im Preis enthalten. Ihr müsst nichts mehr machen. Ihr müsst Karten zu uns senden, also ihr müsst auf die Webseite gehen, Code ausfüllen, Code mit den Karten ins Paket legen, zu uns senden, ihr kriegt eine Rechnung, bezahlen und dann schlafen gehen. Juhu, Kanto. Deswegen bieten wir das hier an. Für die meisten ist das zu aufwendig. Ist es hier auch. Und es ist nicht versichert und alles. Das haben wir alles abgebildet. So, dann haben wir den Sascha. Der sendet uns 27 Karten ein. Da haben wir das Skirage. Garage, Aquana. Aerodactyl, Sichlor, Dunkles Psyana von Neo Destiny. Auch die Geodude-Matte. Eklar, Blitzer, Gengar, dunkles Smogmog, Hundemon, dunkles Ampharos, richtig geiles Artwork. Dann haben wir Magnayen, glaube ich, weiß gar nicht, wie die heißt. Magnayen, Deoxys, dann haben wir auch, guck mal, was ist das für eine Holofoil? Letaking, dann haben wir Metagross, Krebutak, Rockets, Überraschungsangriff. Dann kommen Karten vom Februar. Die werden nicht kommen. Magneton, Capoeira, Raikou von Deoxys, Haido, Deoxys, Gengar von Greenleaf, Fire Red, Deoxys und Hirashi von Deoxys. Alter, die Weiche. Da war ja mehr Deoxys drin als Deoxys. Jason, kommt jetzt. Sind vier Karten. Relaxo First Edition. Kickly, Magneton und Aquana. Ja, Februar ist schon komplett weg. Die sind schon bei PSA und warten, bis sie ins System eingetragen werden. Und das sagt auch der Alexander mit seinen vier Karten. Oh, danke, Benji88. Dunkles Glurak Non-Holo, dunkles Dragoran Holo, dunkles Garados Holo und dunkles Hypno! Holo.
Haben wir schon wieder? Haben wir den George oder Georg? Da haben wir den Pantimos, First Edition, Dunkles Glurak, Arktos, First Edition, Dunkles Simsala, First Edition. Guckt euch diese geile Holo-Foil an. Ich finde das ziemlich nice mit den, natürlich ist so oben links ein Swirl, aber dass da so ein Fenster auf ist und dass das da reinscheint, das finde ich ziemlich cool. Tickly, ein Shiki von Team Rocket, ein Magneton-Fossil, das kann man auch ziehen, aber ich glaube, das ist nicht so ein Big-Hitter. Fliegendes Pikachu, Dark Charizard, Dark Charmeleon, Stimme des Kaputops ist mein, also das hässlichste, darf man das überhaupt sagen, Stimme des Kaputops, finde ich überhaupt nicht schön irgendwie. Lumanda, Ancient Mew 2000 Kilo Promo und Pikachu. Mehr als PSA sind noch hier, die sind noch hier, ja. Da kommt auch noch ein Video. David. Dunkles Mokmok für Marco. Ein dunkles Mokmok. Der hat ja auch eine Massenexplosion. Da haben wir den Florian. Und der hat drei Karten, ein Hierachi, Riachi, Fliegendes Pikachu und ein Pikachu aus Cosmic Eclipse. Cosmic Eclipse. Und dann haben wir den Alexander. Alexander. Void Stickers. Irin, ich glaube, die heißen Void Stickers. Lapras First Edition Fossil. Relax mit einem 12 oben links. Die Karte möchte ich gerne haben, wenn die zurückkommt. First Edition. Sarzenia. Dunkles Giflor. Oh, dunkles Tutok. Team Rocket. Relaxer Unlimited. Omod Unlimited. Edbo Unlimited, Nidoqueen Unlimited, Magneton, First Edition Unlimited, ein Shiggy Unlimited, ich weiß gar nicht, wie ich am besten zeigen soll, ein Blackstar Promo, Pikachu haben wir hier, Mewtwo Blackstar Promo, ein Dragonite und ein Pikachu. Gerne! Ja, was für Unlimited? Hi! Alpollo First Edition. Ja, sorry, Magic Redhead, sorry. Marcel, sorry, ich hab mich versprochen. Ist es nicht ab? Hier, Frapfel oder was? Frapfel. V-Max, natürlich. Keine Vista. Fast meine Karten verpasst, Alex. Lurak haben wir. Ja. Letter Spezies, Glurak haben wie. Noch ein Glurak haben wie. Noch ein Glurak haben wie. Noch ein Glurak haben wie hier. Und natürlich. Homologia, YouTube haben wie hier. Ein Xerox haben wie hier. Ein Eradicator haben wie. Ein Scaraborn haben wie hier. Was sehr schöne Karte haben. So, jetzt haben wir den Robot. Roberto Carlos mit seinem Mewtwo GX aus Stimme der Legenden. Ja. Kennt ihr schon die First Edition Unlimited Karten? Ja. Alex, du hast echt schöne Karten, muss man sagen. Jetzt haben wir Mahmut oder Mahmut. Mahmut. Das, ja, von den General Mills Pikachu. Oh. Ganz viele Sachen haben die. Felix aus Cosmic Eclipse, Diploop aus Cosmic Eclipse, Reshiram, Vileplume aus Cosmic Eclipse und ein Arceus Dialgaon, heißt der? Algia. Danke für deine 13 Karten, mein Lieber. Tim sendet uns zwei Karten ein, Pikachu First Edition Jungle und Kangama First Edition Unlimited Jungle, oder? First Edition Unlimited. Der Pascal sendet uns vier Karten ein. Arktos First Edition Unlimited. Moltres. Nein, Spaß. Moltres Fossil Unlimited. Lieutenant Surge Electrobus Gym Heroes und Lieutenant Surge Magneton Gym Heroes. Ah, man ist ja fast ein Zungenbrecher mittlerweile geworden, hier die ganzen First Edition Unlimited. Haben wir Kim, der drei Karten ein. Einmal ein dunkles Turtok. Sehen wir oft. Ein dunkles Shillock und ein dunkles Shiggy Team Rocket. Alles Team Rocket.
Das ist unser Lieblings-Tutok oder von meinem Bruder das Lieblings-Tutok. Finde ich auch das schönste Artwork vom Tutok. Oh, jetzt haben wir hier den Christian. Christian. Findet 5 Karten. Oh, kurz aufgeschrieben. Die Nalos V-Mix. Aus Shining Fates. Blitzer. Skirage, den Aquana Skirage. Psyana aus Aquapolis und Kaputos aus Skirage. Mike, kennst du nicht Skirage? Dann haben wir den Dennis. Der Dennis. Olon Phantom Lugia. Raikou, Vivid Voltage. Deoxys ist Deoxys. Beim Basic-Sammlung inklusive auf dem Weg. Kann es kaum erwarten. Pock, Pock, ja. Ich auch nicht. Ein schimmendes Ho-Oh. Und schimmendes Celebi. Extra Promo. Flighty, nein, es ist mit Lossab. Das kann ja auch der Janis bestätigen, der ein Umbreon hier hat. Aus Neo Discovery. Und ein Nachtara aus Neo. Ne, aus. Neo Entdeckung. Haben wir die Vivien. Sendet uns ein Glurak aus Darkness at Blaze ein. Auch danke, Vivien, für diese coole Karte. Danke, Alex. Von Ricardo mit 5 Karten. Ein Dark Vaporeon Aquana haben wir. In die Vivien. Deswegen kommt das immer von Ivie. Evoli. Dark Weezing. Coughing und ein Pikachu First Edition mit seinen bekannten Funkenregen. Und, oder Torge? Wir Torge mit 2 Karten. Wie das gute alte Evoli, nicht in die wir und dunkles Simsala. Non-Holo First Edition im Rocket. Dann haben wir erstmal 6 Samples. Danke für das Follow. Haben wir den Henrik. Henrik sendet uns 13 Karten Loshop ein. Da haben wir Absol von EX Powerkeepers, Celebi, Lamara von EX Powerkeepers, Goldstar, Lapras, Unlimited Fossil, Lavados Unlimited Fossil, Summer Center, Sashian von Vivid Voltage, Pikachu, Vivid Voltage, Raikou, Rayquaza, Shirashi von Vivid Voltage, Yaro auch und Togekiss VMAX natürlich auch. Hi! Moin Freunde! Primex hier. Oh, mein aktiver Freund. Dann haben wir den Dan. Der hat 7 Karten. Dann haben wir aber den Raikou, Celebi, Pixie. Das ist Pixie, die Nummer 1 im Jungle. Dann haben wir eine Neo-Karte. Mal gucken, ob die gegradet wird. Bin gespannt. Ich glaube nicht. Mewtwo Level X aus Plexa Promo. Haben wir. Das ist eine chinesische, oder? Chinesische? Ne, koreanische. Koreanische. XY, also XY ist wahrscheinlich da und Pikachu, Diamond und Pearl, Blackstar Promo. Es werden mehr mit Subgrades gebucht als mit No-Subs. Giraffenzebra, du alter. Luca mit, no, mit 2 No-Subs, Raikou und Glurak, Odo. Hätte ich aber mit Subgrades gemacht. Wir könnten ja so eine Spendenaktion immer machen. Wenn Leute Karten haben, die man eigentlich mit Subgrades einsetzen sollte, könnten wir das ja irgendwie so machen. Dann haben wir Julius mit 3 Karten, Shimmerdes Noctu, Aquana und ein Glumanda First Edition Pocket. Werden die Zusage graden? Ja, Collective Fuchs, manchmal wissen wir das selbst nicht, da muss man dann immer gucken. Boxtopper kann man auch. Und auch Booster, 100 Rounds. Der Mann in der Führungsposition, Chaos Warrior. Alexander mit 12. Celebi, Gengar, Blexer Pro, Lapras, auch super schön. Mew aus Darkness and Blaze, 2-mal. Weitere Charizards, dann haben wir Blexer Promo. Lumanda, Vivid Voltage und alle. Moin. Und Dragon Ball Karten, Farbron, ja, gibt nicht so viele Collectible. Ich glaube, es gibt viele Sammler, die Dragon Ball haben, aber die wissen nichts vom PSA und Graden, habe ich manchmal das. So, jetzt haben wir Siam, sendet uns 9 Karten ein: ein Pixie First Edition, Lavados First Edition, Non-Holo, Meganya, Neo Genesis, Douglas, Tornupto oder auch auf Sächsisch Toflusion oder Typhlosion. Impegator, Neo Genesis, Ampharos, Neo Genesis, First Edition, Deoxys, höchstwahrscheinlich aus Deoxys, Mew von was ist das?
Powerkeepers, ne? Ne, ist nicht Powerkeepers. Nee, ne, Dragon Frontiers. Dragon Frontiers und Simsala wie von Shiny Vista. Auch nicht Shiny Vista. Shining Fate. Ne, auch nicht. Von Vivid Voltage. So. Alles falsch gesagt. Einfach mal drei Sets rausgehauen. Dann haben wir Stefan. Ja, Stefan mit. 13 Karten, Tauboss, dunkles Elektrowald First Edition, dunkles Glurak Glumanda, haben wir dunkles Galapagos. Galapagos! Das ist dunkles Dragoran, dunkles Flamara, Lapras, dunkles Garados, Lavados, Ditto, First Edition Holo, Dalmog, Unlimited und Pikachu. Ja. So, Johnny for real. Dunkles Galapagos ist gut, ja. Dauert es echt mittlerweile bei... Nein, dauert nicht. Wir glauben 12 bis 13 Monate, Johnny. Der rennt erst einmal locker. Ich glaube, man sollte, wenn man ein Investment sieht, werde ich nie auf 7er, 8er Karten gehen. Ich werde immer 9er, mindestens 9er, wenn ich sogar 10er. Sinan, hier nochmal für dich. Deine Karte. Zum Glück. Deine Beckett Express. Der gute alte Sinan. Oh, dann haben wir den David. Der David mit 6 Karten. Von Nupto. Neo Genesis. Pikachu. Blexa Promo. Bisaflor. Powerkeepers wollte ich schon sagen. Crystal Guardians, ne? Mewtwo, Blexer Promo, Dragonite, Blexer Promo und Pikachu, Blexer. Kuss an euch. Lasinan, für dich alles. Dann haben wir Elias mit 2 Karten. Der hat einmal ein Garados aus dem Base Set und ein Garados Refoil von Expedition. Evolutions. So. Genau, 100 Rounds, das ist ein bekannter Fehler von Dragonite. Merkt ihr schon was? Ja, Flocke Valley, wir merken schon, dass weniger Karten zumindest eingesendet werden. Das merken wir schon. Markus, 2 Karten, einmal ein Omod aus Jungle und ein Magma First Edition aus Fossil. Wir merken schon, dass wir weniger Karten bekommen. Jetzt werden nur noch die High-End-Sachen meistens eingesetzt. Früher war das ja fast alles. Dann haben wir BGS 6. Leonard mit Cosmic Eclipse, das schöne Pikachu, muss ich mir eigentlich auch nochmal holen. Psyano GX von Burning Shadows ist das. Mewtwo GX und Mewtwo GX, Stimme der Legenden. Dann haben wir Matthias, der sendet uns ein Magnetilo Team Rocket ein. Sehr schönes Non-Holo Artwork. Aus dem Team Rocket Set. Oh. Haben wir noch einen Martin mit 6 Karten. Der hat auf uns mal gehört. Ich glaube, vor einem halben Jahr haben wir gesagt, kauft euch alle Icecrack Pikachus. Er hat höchstwahrscheinlich einmal einen Icecrack Pikachu gekauft. Und aus Evolutions natürlich Blitzer, Jungle, Flamara Jungle, Zoroark, GX aus Schimmer der Legenden. Diana, nochmal das gleiche. Darkness and Blaze und Burning Shadows. Dann haben wir Sebastian mit Karten. Da haben wir ein Cherox VMAX, Aubos B2GX, Glurak VMAX, Hirashi und Elektroball. Dann haben wir den Marco mit, mit einer Karte. Das ist Darkrai Level X. Auch aus Diamond und Pearl Blackstar Promo. Dann haben wir den guten alten Robert mit seinen coolen 4 Karten. Da haben wir einmal ein Tornupto, Neo Genesis Cherox aus Aquapolis und Psyana Neo Discovery und Pixie aus Jungle. Was ist denn heute los mit mir? Ich spreche alles mittlerweile. Und die PSA-Seite lädt noch immer. Aquapolis, wer kennt's nicht? Dieses Cherox habe ich als Boxhopper. Ja gut, Pascal. Simon! Oh nice, kannst du mir ein Foto schicken? Unsere Telegram-Gruppe.
Aerodactyl, Kigli, First Edition, aber non-holo. Da haben wir einen Kaputops, First Edition, Fossil. Ein Raichu haben wir hier. Ein Swirl am Schwanz und ein Slimog. Auf jeden Fall sehr gute Karten. Dann haben wir den. Euron, ja, wir haben die Blackstar Promos mal hingeschickt. Jetzt haben wir den Schenk. Dann haben wir ein Merlin oder was ist das? Ja. Ein Merlin Sticker. Charizard, Glurak V, Ancient Mew, noch ein Merlin Sticker, oder? Merlin, das ist eine deutsche Printing Agentur gewesen. Pikachu, Revenant und Lugia Vivid Voltage Pre-Release. Moin Sky Tobi! Mein Lieblings-Tobi. Dann haben wir Paul mit Sage und Schreibe. Viele Karten. Dunkles Hypno, dunkles Glurak mit einem geilen Swirl hier auch wieder am Schwanz. Ich glaube, das ist ein Muster. Dann haben wir das Lavados. Dunkles Tutok. Das haben wir echt häufig. Ich freue mich, wenn da eine 10 zurückkommt. Oder BGS Pristine. Der Knullof Fossil und Ditto Fossil. Ja, Mann. Wieder da. Einfach Tomos wieder da. Julian. Julian hat uns 6 Karten. Danke, Pipo 15a. Dann haben wir Dialga von XY Promo, Glurak Promo, Glutak EX Promo, dieser Flo EX, Glurak EX, Powerkeepers und Palgia auch aus Blackstar Promo. Aber wieder kommt auch auf YouTube online, natürlich Kreissteife und der gute alte Benemy mit 3 Karten. Da haben wir einmal Deoxys aus Deoxys, Rayquaza aus Deoxys und Pikachu aus 2010. Was ist das? Wer war das? Aber ich komme doch. Kreissteife, hier ist dein Aquapolis Lugia mit einem hammergeilen 12. Ich würde immer mit Subgrades machen. Ich den einfach zurück. Achso. So, du hast ihn nochmal rausgeholt. Er meinte vorhin, das habe ich gewesen. Achso, wir haben es nochmal für dich rausgeholt, Kreissteife. Was ist das für mich? So. Den hat er schon bezahlt. Und ein. Ach, das haben wir graden für ihn. So. Und wir. Ah, cool. Wir haben. Pascal. Patrick. Er hat uns einen Kleinstein geschickt, was wir graden dürfen. Für ihn. Und wir dürfen das behalten. Danke, Patrick. Soll ich das so machen? Patrick F. heißt er. 4 Karten haben wir von Kai. Eine Relaxo V-Max, auch wenn man da keine Relaxo erkennen kann. Zwischen hier oben rechts. Kopf, oben links ist ein Kopf und das gleich zweimal. E2X aus Evolutions und Pikachu V-Max aus Vivid Voltage. Dann haben wir den guten alten Mario. Mario, sag doch was. Den Shiggy Team Rocket First Edition. Dann haben wir den Robin. Figo. Nachname. Hat 2 Karten. Ein Vivid Voltage Rayquaza und ein Pikachu. Das Schwert und Schild. Hm? Ja, wir können jetzt tauschen. So, jetzt haben wir den Matthew. Der hat auf jeden Fall einen Jordan Love von den Eckers. Ich guck gleich mal. Dann haben wir Justin Jefferson von den Minnesota Vikings. Dann haben wir Gabriel Davis. Guck mal, welches Relaxo aus Schild. So, Relaxo war aus Schwert und Schild Baseset. Nochmal Anthony Gibson. Edward Hillary, Joe Barrow, Josh Allen und Josh Allen als Rookie. Sehr geile Football-Karten, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ich habe keine Ahnung davon so wirklich. Sind aber alles 2020er, also noch bald. Haben wir den Marcel, der sendet eine Karte ein und ratet mal welche. Lurak V-Max aus Shining Mattes. Treladox. Elodex. Ist hier. Christian sendet uns ein paar Karten ein. Diamond und Pearl Pialga. Denn Pialga aus Diamond und Pearl. Pikachu in die Genesis First Edition und Detective Pikachu.
Grand Challenge. Kelvin haben wir hier mit 10 Subs. 10 Subs. 10 Karten. Noch ein Zekrom aus Schwarz und Weiß. Das so am Voraus. Ein Glurak. Ein Flambirex. Black and White auf Englisch. Dann haben wir Fukano. Pirage. Dann haben wir ein Shaman. XY Evolutions. Ein. Was denn hier? Ein komplettes Off-Center. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich kann euch das mal sagen, weil tausend immer fragen. Hier ist ein kleiner Punkt, der, das kein Schaden ist, sondern ein Printing-Punkt. Und wenn der Printing-Punkt auf einer Karte ist, wird es zu 100% ein OC-Label geben. Aber das zu... Moin, 1, 2, 3, 4, danke. Dann haben wir noch Altaria EX. Ja, und ein Arceus. Arceus. Bin vorher raus, muss noch was arbeiten. Jo, David. Sebastian. Ein Anton First Edition Fossil. Dann haben wir Ozebel, das denn, kann gut sein. Ich sammle keine OC-Labels, aber andere. Dann haben wir den Philipp, der hat ein Apo-Era aus Neo Discovery oder auf Deutsch Entdeckung. Dann haben wir Jan, der sendet uns zwei Karten ein aus Emerald, Givaldro und ein Meganie aus Expedition Ref Foil. Dann haben wir Tim. Sendet eine Karte ein, das ist eine Phase aus Dragons, EX Dragon. Auch schöne Karte. Okay, jetzt will Mike nochmal. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es wieder heißt, Poké-G. Das stimmt. Okay? Ich sage ich. Genau, wir sind fast schon durch mit BGS. Okay. Genau, da rein tun, rechts daneben. Links auf dem Fußboden ist der Rest. Den auch noch. Genau, dann sind wir durch. Was ist hell hier? So, hoffentlich rafft sich PSA mal auf und gibt quasi nicht nur 9,8er Bewertungsziele. Ich habe gestern den Stream gesehen von Pika Zart Collector. Der wollte ganz viele OC haben, aber keine einzige. Komm, er war ganz. Weil sie alle nicht gegradet sind. War auch sehr traurig. Und er meinte, das ist ein pures Waste of Money, hat sie nochmal direkt. Zart Collector. Welches Mikrofon nimmt eigentlich auf? Das da oben? Ja. Dann mal. Ach, wann denn? Weiß ich nicht. Vielleicht muss ich was runterregeln. Ab einem Pegel ist es. Lauter spricht. Leiser spricht. Ja, okay, dann rede ich jetzt einfach. Kontinuier. Ja. So. Jetzt geht's los mit lauter Sprache und Franz. Franz hat 13 Karten für uns. Warum muss ich das eigentlich aufhaben? Ja, aber du hörst. Das ist ja aus, die Musik. Aus. Ich höre keine Musik. Na, Tobi, ist das hier unser von hier oder was? Ja, moin Tobi. Mir geht's gut. Hoffentlich geht's dir auch gut. Jetzt höre ich ein bisschen Musik. So, den hatten wir jetzt hier, den Franz. Franz hat hier ein Mewtwo GX aus Hidden Fates, Arctos GX ebenfalls aus Hidden Fates, ein schimmerndes Mew. Ein schimmerndes Rayquaza, dieser Floor EX, auch hier German aus Evolution. Commander Dotexu aus, ja, aus Hidden Fates. Und hier Rayquaza aus Celestial Storm, die 177k. Shigi First Edition, Dunkle Shadok und zwei, nee, ein Lumanda und ein Dotexu First Edition. Warte, hier ist gerade ein Einzelner, kommt zum Karten abgeben. So, der nächste ist Elias. Elias hat eine Karte für uns. Ein Nefol Charizard. Aus Evolution. War eigentlich sehr guten Qualität. Für Evolution gar nicht so häufig, sage ich. Der Helge. Helge hat eine Karte für uns. Ein First Edition Pachu. Im Jungle Set. Hier der Arnix. Was? Achso, hier ist er. Moin! Ist das aus Berlin jetzt hier? Genau, so ist das.
Wir streamen gerade, was geht? Ja. Ja. Ich bin vorbereitet, aber... Komm, rein. Das ist ja aufregend. Mr. Freeman ist mein Geodude, willkommen. Jedenfalls haben wir noch einen Blurak in Holo-Version aus Diamond, Empearl, Blackstar Promos. Und von David haben wir hier vier Karten. Wir zeigen gerade die Einsendung von den Einsendern, nicht unsere eigene. Jedenfalls hier haben wir einen Lapras aus Fossil, einen Lavados aus Fossil, noch einen Arctos und ein Mew aus Expedition. So, jetzt muss ich mir die Karten selbst holen, Marvin ist gerade verhindert. Die Karte kurz oder schnell auspacken aus ihren Höhlen. Ach so, ich weiß jetzt. Hier haben wir die Karten von Heels. Heels hat ein dunkles Durak First Edition für uns. Aus Team Rocket. Malte nochmal. Malte hat auch zwei Karten für uns und Upgrades. Auch ebenfalls ein Pikachu First Edition. Der Magnetit aus Neo Entdeckung, Neo Discovery auf Englisch, auf Deutsch. Oh, der Konstantin, auch vier Karten für uns. Konstantin hat ein dunkles Garados 900 Version, ein Aquana Skyridge, noch eins davon und ein dunkles Aquana Team Rocket First Edition. Moin Maxi Players, alles gut bei dir? Ja, Jack mit zwei Karten hat ein schimmerndes Mewtwo aus Neo Discovery und ein schimmerndes Stalos ebenfalls aus Neo Discovery, auch einen sehr guten. Das denn eine Karte? Rocket Surprise Attack, mit Überraschungsattacke in der Holo-Version. Ja, habt ihr den Zustand auch gesehen, ne? War echt gar nicht so schlecht. Locker BGS 8,5 in die Richtung. Michael hat hier ein Suicune Holo Version und eine Rayquaza aus Vivid Voltage. Und Sky Dustin ist nun ein Geodude. Willkommen in der Community. Und eine Sportkarte mal wieder. Jungmann, Kevin De Bruyne hätten wir hier. Match Attacks ist das, glaube ich. Ja, Match Attacks Trading Card Game von 2014 so, oder 15, wann hat er bei Wolfsburg gespielt? Irgendwie so. Oft genug angekündigt, dass Pikachu aus Dschungel unlimitiert BGS 8, kommt. Ich kaufe keine Pokémon-Karten, ich kriege die eingeschickt und schicke weiter zu PSA und BGS. Das sind jetzt BGS-Karten, die wir hier gerade zeigen, von den Einsendern. Also sind nicht meine eigenen. Der nächste Einsatz ist wieder Pascal. Hat auch wieder das Dschungel-Pikachu vor uns dabei. Diesmal wieder im First Edition. 2, 3, oh, 4 mal sogar. Alles First Edition aus dem Dschungel von 1999, meine Damen und Herren. Ja, gute Karten kannst du eigentlich ganz easy auf eBay, Instagram oder auf Cardmarket kaufen. Ist die Frage, welches Set du eigentlich suchst, hängt immer davon ab. Haben wir den Tobias hier, Anfang aus D1 aus Neo Genesis, Raikou, Neo Revelation, dunkles Garados und ein Knuddeluff, das knuddelige Knuddeluff aus Dschungel. Ja, Samstag wird richtig wild mit Expert-Test. Ich bringe sogar mein PC mit, weil mein PC ist ein bisschen besser als Marvins. Den machen wir denn, den schließen wir an und haben wir noch eine Kamera mehr sogar. Dann können wir auch am Expertentisch die Karten-Nahaufnahme zeigen. Dann brauche ich auch nicht mehr meine Schuhe angucken, quasi. So, Franz hat auch ein Durak hier aus EX Dragons in der Holo-Version. An Hermann ist ein Geodude. Willkommen in unserer Community. Das sind zwei Einsender aus Berlin. Wir besprechen hier gerade ihre Submission. Gerade live vor Ort. Dann haben wir nochmal den Christopher hier mit zwei Karten. Einmal Kate, Polart aus Vivid Voltage, Urtok und Plinfa GX aus Cosmic Eclipse. Das Set, das nicht mehr gedruckt wird, meine Damen und Herren.
Ja, aber würde, wenn ich. Auf ihn. So, der Maximilian. Maximilian Ho-Oh Skyridge Raffle Version. Schöne Condition. Ob es am Samstag eine Überraschung gibt. Eventuell ein Überraschungsgast. Und natürlich ein bisschen ein Coverage ein bisschen verändert. Aber grundsätzlich vom Ablauf her das gleiche. Nur natürlich noch viel cooler, noch professioneller als vorher. So. Danke, Niklas Q19000 oder 1100 für dein Follow. Ja, man kann auch Packs kaufen. Kostet 350 Euro. Kannst du auf unseren Shop www.pokegeodos.shop kaufen oder auf Instagram bei uns oder bei hier oder bei mir hier. Kommt eigentlich noch ein Base-Set Japan Opening? Hätten wir gerne, wir finden nur keins zu einem humanen Preis, das wir kaufen können. Aber cooler Geodude Emoji. Ich guck kurz mal die anderen Karten. Bin wieder da. Kommst du ganz aus dem hochgefahren? Dann habe ich. So, weiter geht's. Moin! So, jetzt haben wir den Christian hier mit 31 ehrenhaften Karten. Basic Japan ist quasi unmöglich wegen der No-Rarity-Chance. Das verkauft aktuell niemand zu einem normalen Preis. Ja, das stimmt. Also, selbst das Neo aus Japan wollten wir uns kaufen. Geht schon 20.000, 23.000 Euro wollten die haben. Wissen wir nicht, ob wir es aufmachen sollen, weil wenn, müssen wir jetzt ja auch auf die Booster runterrechnen. Und ihr wisst ja, 23.000 durch 60 ist immer noch sehr viel. So, weiter geht's. Hier haben wir hier den Christian Rosinus. Mit einem, fangen wir mal an, mit einem dunklen Dragonier First Edition, dunkles Dutexo, dunkles Durak, viele davon, dunkles Turtok, also hier liegen ordentlich ein paar Steine auf dem Tisch, auch wenn das alles Non-Holo-Versionen sind, Ditto, Alpolo, also das ganze Fossil-Set hier versammelt, leider das Gengar limitiert, hier limitiert, Non-Holo-Version. Danach kommt das Zapdos First Edition Pikachu aus Dschungel, auch 2-3 Mal, Lugia hier First Edition aus Neo Genesis, Money-Karte aus diesem Set. Mehrere 1000 Euro wert, auch sehr, sehr gute Condition. Also, ich würde sagen, WGS 8,5 bis 9 ist auf jeden Fall drin, meine Damen und Herren. Togetic, Pikachu 2, 3x, Feurigel 2x, 3x sogar. Nochmal hier das andere Artwork: 56, Endivir, Kanimani. Ja, geil. So, besitzt ihr alle Karten in eurer Sammlung? 2 KLP. Wir haben nicht alle Karten, aber wir haben ziemlich viele wertvolle. Also, wir haben. Alles, was man braucht, sag ich mal. Ne? Wir haben Shadow Charizard PSA 9, Legendary PSA 10, Lurak PSA 10 und so weiter und so fort. Also, schon, haben schon ein paar coole Karten so. Würde ich sagen. Hey, PayPal gibt es aktuell nicht als Zahlungsmethode. Vielleicht irgendwann mal wieder, aber im Moment ist es rausgenommen. Ich mach noch schnell Karten vom guten Joshua hier. Joshua hat hier aus Evolution von 2016 das Mega Venusaur EX, Mega Charizard, Charmeleon, Blastoise, Flying Pikachu, Ditto VMAX und hier noch, also alles Evolution bis auf zwei Karten, die sind aus Shining Fates. Ja, wegen Geldwäsche, genau. So ist das nämlich bei uns Pokémon-Leuten, die PayPal macht immer Auge auf uns, sag ich mal. Wie lange dauern die regulären Sendungen zu PSA oder Beckett aktuell? Welche von beiden ist schneller? Würde gerne einige solche einsenden. Beckett ist schneller als PSA. Ich denke mal 2-3 Monate, aber beides dauert im Moment lange. Jedenfalls, wenn man den Economy sieht. Kommen wir zum Felix. Felix hat hier Vivid Voltage Pikachu. Dennoch mal Vivid Voltage Pikachu, Secret Rare, Rayquaza, Amazing Rare und Refoid Lurak, auch aus Vivid Voltage. Eine schöne Einsendung. Ach, hier haben wir schon wieder. Hier ist ein Frager von vorhin nochmal, der Hussein unterwegs mit seinen geilen Lama-Post-its. Einmal befreien hier von den Post-its. Hier, Hussein wieder. Bist du noch im Chat, Hussein? 1-1 in den Chat. So,
Bleib mal weg. Jedenfalls hat er hier ein aus EX Sandstorm, das Raichu EX, Garados aus EX Holo Phantoms, Bisaflori aus X-Trist the Guardians, Unseen Forces, EX Deoxys, weiter Victors dabei und EX Powerkeepers, das Durak in der Holo-Version. Der Monitor will ausgehen. Perfekt. Oh, hier, ein ganz, mein Lieblingsfußballspieler, auch am Start, der Carsten Puka, Carsten Pukasch kann ich jetzt sagen, ist er bekannt. Ja, hat ja ein koreanisches Durak B-Max für uns am Start und ein koreanisches Durak aus CP6, aus dem japanischen Raum, asiatischen Raum, sage ich mal, das gebucht. Zum 20-jährigen Geburtstag. Mittlerweile feiern wir ja schon das 25-jährige Geburtstag. Den 25. Geburtstag, meine Damen und Herren. Carsten Janke, auch lebende Legende, Leute. Auf jede Art. Danke für dein Follow, mein Freund. Ihr dürft nicht vergessen, Samstag geht der Kollege hier auf. Das japanische Fossil Set. Könnt ihr euch noch einkaufen? Ich glaube, 7 Booster sind noch da von 60 oder 8. Ich glaube, Instagram ist schon wieder voll mit Nachrichten. Jetzt habe ich erstmal den Alarm gelegt. Beste Leben. So. Das ist ja der Manuel hier. Der Manuel hat hier auch WM 2006 Karten. Ich war zu Gast bei Freunden in Deutschland. Einmal Steven Gerrard, Frank Lampard und Arjen Robben. Die alte Koryphäe. Und 2 Boxtopper von Skyridge. Einmal Ho-Oh. Crystal Ice Folie und das X-Bud. Auf jeden Fall sehr schöne Conditions hier. Auch Top-Loader sind auch sehr geil. Hat er, glaube ich, von Doc's Magic, wenn mich nicht alles täuscht. Soll man sich mal gönnen. Bei einer winzigen Printline die Karte zu PSA oder BGS. Wenn du eine Printline auf den Karten hast, Mardoin 92, bei Printlines schick lieber zu BGS als zu PSA, weil PSA ist extrem pingelig bei Holofolien. Wenn da eine Printline drin ist, kriegst du meistens schon eine 8. Je nachdem, wie dick die ist, ne? So, jetzt haben wir den Julian hier. Der allerechte Julian. Mit 3 Karten, glaube ich. Ja. Einmal die Rayquaza Promo, Lugia aus Unseen Forces und nochmal ein Quaxo EX, ebenfalls aus Unseen Forces. Lugia hier ganz entspannt am Lean Back machen und Quaxo auch immer sehr entspannt mit dabei. Danke für diese Erfahrung. Hier den Julian, auch mit 2 Karten. Hat auch wieder EX, also viel aus der EX-Serie geht mittlerweile zu BTS hier. Auch EX Powerkeepers von 2007, das Lurak. Und das Lavados X aus Fire Red and Leaf Green in der Holo oder Cracked Ice Holo Version. Bei sehr schöne Karten, auch von der Condition her. Beckett dauert, ich würde sagen, 9 Monate. Eventuell ein bisschen kürzer. Ihr habt ja sicherlich mitbekommen, dass die Preise erhöht worden sind bei Beckett und PSA. Um mehr als das Doppelte bei Beckett und bei PSA um das Doppelte. Wir merken ja auch, es kommen weniger Karten, dadurch wird wahrscheinlich weltweit weniger eingesendet und wir hoffen mal, sie kommen irgendwann an den Punkt, wo sie am Tag mehr wegschaffen, als sie eingesendet bekommen, damit sich die Wartezeiten ein wenig verkürzen und dann man auch in puncto Wartezeit wieder konkurrenzfähig wird. Dahin geht das hoffentlich wieder und vielleicht verringern sie die Preise dann auch wieder, was ich allerdings nicht glaube. So, Christopher mit 4 Karten. Christopher hat aus Fossil, First Edition, Dragoran für uns am Start, das Kabutops auch First Edition, Bonholo, Evoli und ein Tragosso aus Dschungel auch in First Edition mit seinem Geheule. Mr. Freeman, ich würde die Codes, die Online-Codes für Online-TCG natürlich unter den Followern auslosen oder beziehungsweise verschenken. Genau, einfach in die Kamera halten, wenn ich welche hätte, ja. So, hier haben wir den Daniel. Der Daniel hat hier aus dem Blastoise VMAX Start das Set, natürlich auch das Blastoise, also das Blutok VMAX mit den ganzen Aquakanonen hier auf dem Rücken. Dann noch ein Higashi, Amazing Rare, Dragoran in Red Foil aus X, Ho-Oh wieder, EX aus Unseen Forces und noch aus Voltackle 2-3A, nee, S3A. Das ist ein Legendary Pulse, ne? Das ist Legendary Pulse, S3A. Und eine, ja, wie gesagt, ein Raikou. Amazing Rare.
Wir werden uns langsam am Ende. Noch zwei, drei Einsender, dann sind wir durch, meine Damen und Herren. Wir werden ja schon fast PSA-Stream. So, haben wir hier den Lukas mit 6 Karten. Er hat die Blackstar Promo Mew in der Holo-Version. Leider ohne Swirl, aber mit viel Planeten-Holo. Ein schimmerndes Garados aus Neo, Revelation, ein Glurak Unlimited aus Rocket. Extra Promo, Pikachu mit Kratzer und Donnerblitz. Und die Diamond Pearl Promo, Pikachu in beide Male Level 15. Seid zu laut, meine Freunde. Geht mich gar nicht. Ja, ihr sollt nicht so schreien. Ich hab gesagt, Leute sollen leise sein, dann läuft das wieder. So, jetzt kommt wieder der IAS. Der IAS hat ein Mega Glurak EX, ein Glurak aus Evolution Holo Version, Glurak VMAX aus Shining Fates und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal die Promo aus den Champions Path ETBs. Auch sehr cool. Normal, dass eine Kampfenergie 1997-2 einmal mit weißer Schrift für den Namen des Illustrators verwendet wird, einmal mit schwarzer Schrift. Das kann ich dir leider nicht sagen. Was war denn hier? So. Weiß ich leider echt nicht. So, haben wir den Arne. Arne hat hier ein unlimitiertes Non-Holo Dragoran, ein Kyogre, ein Psyana, ein Rayquaza Level X aus Supreme Victors. Der Alexander hat hier noch ein Mewtwo in Rüstung für uns ohne Upgrades. Und der letzte Einsender des Abends ist der Sven. Der Sven hat ein Ditto für uns, ein Non-Holo Ditto First Edition aus Fossil, ein dunkles Dragoran Non-Holo aus Team Rocket und diese Einsendung beendet. Ein Pikachu First Edition aus dem Dschungel. Ja, meine Damen und Herren, da bedanke ich mich für euer Zusehen. Wie viel war eigentlich? 100 Zusehen. 188 Leute. Nicht schlecht auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch einige Kartons und BGS-Karten hier wahrscheinlich liegen, die auch noch mit in diese Submission rein müssen und reinkommen, weil ihr freut euch sicherlich darüber, wenn ihr 2-3 Monate eure Karten früher wieder habt, wieder da habt, als sie noch liegen zu lassen. Dementsprechend machen wir gleich noch die Kartons fertig bis heute Nacht um 1 oder so. Und dann geht das alles am Montag raus, was BTS angeht. Dann werden wir wahrscheinlich auch Montag oder Dienstag von den ersten PSA-Stream machen. Und am Mittwoch dann den zweiten, dann sollte PSA auch fertig sein und dann geht alles raus. Ja, ich denke 3,5 Stunden reichen erstmal. In diesem Sinne, Kuss geht raus euch alle. Danke für euer Zusehen. Wir lieben euch und freuen uns, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.